anderer Link, wir müssen den auch austauschen. Herr Schuster, schickt ihn ja? Ja. Nein, warte noch kurz bitte. 3 Minuten. Wir senden schon, nur der Link ist der falsche. Sag's mir Bescheid, ja? Ja, er muss doch den Link ändern einmal. Dann können wir anfangen. Von mir ganz kurz 2, 3 Bemerkungen, bevor ich das Mikrofon gleich weiterreiche an Elisa und Inken. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, 10a und 10e. Regeln sind klar, ihr seid ja alle super drauf, also kein Smartphone, zuhören, Respekt zeigen. Ja? Und wenn ihr nachher, in jedem Teil habt ihr die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen am Ende des Themas, wenn ihr das wollt, bitte an das Mikrofon treten und nah rangehen. Das sind dynamische Mikrofone, wie mir gerade erklärt wurde. Das heißt, wenn man nicht nah rangeht, versteht man nichts. Ja? Und dann, also wir verstehen uns hier, aber die anderen Kurse, die jetzt parallel zugucken, würden dann nichts verstehen. Ja? Also einfach nah an das Mikrofon herantreten. So, na dann wünsche ich uns viel Spaß, viel Information und eine spannende Unterhaltung. Und ich gebe weiter an Elisa. Vielen Dank. Dann erstmal herzlich willkommen an alle Teilnehmenden, besonders an unsere Gäste, Herrn Wolf von der FDP, Frau Lüttke von der SPD. Dann haben wir hier von den Grünen Frau Nizart, von den Linken Frau Engelmann und Herrn Schäfer von der CDU. Wir würden bitten, sich einmal kurz vorzustellen, dafür haben Sie eine Minute Zeit, und dabei auf die Frage einzugehen, wie Sie sich Berlin 2025 vorstellen. Ich würde Herrn Wolf bitten zu beginnen und dann einfach der Reihe nachzugehen. Okay, Christian Wolf von der FDP, 42 Jahre, Vater von 2 Kindern, 13 und 10. Und ja, bin Betriebswirt und arbeite für die Wirtschaftsförderung, bin hier im Bezirk geboren und wohne mittlerweile auch wieder hier im Bezirk. Und wie stelle ich mir Berlin 2025 vor? Digitaler, schneller, dynamischer, immer noch eine wachsende Stadt und eine Willkommenskultur für Unternehmen und Unternehmertum. Ja, hallo, ich bin Tamara Lüttke, ich bin 30 Jahre alt, meine Familie kommt hier aus Berlin, aber ich bin in Dachau im Norden von München eigentlich aufgewachsen und erst 2014 sozusagen zurück nach Berlin gezogen, im selben Jahr auch in die SPD eingetreten, habe dort vor allen Dingen antifaschistische Arbeit gemacht und feministische Arbeit, möchte mich im Abgeordnetenhaus aber vor allem mehr um Gesundheitsthemen kümmern, vor allen Dingen Frauengesundheit und auch Drogenpolitik kam da bisher meiner Ansicht nach oft kurz. Und so ein Herzensthema von mir ist noch der Tierschutz. Berlin 2025 sollte für mich vor allen Dingen 3 Sachen haben. Ein rechtssicheres Paritätsgesetz, damit Frauen besser repräsentiert sind. Ein erfolgreiches Drug-Checking und ein erfolgreiches Cannabis-Modellprojekt. Und einen Mietendeckel, der dann durch die Bundesregierung hoffentlich möglich gemacht wurde. Hallo? Ah, ja. Hi, ich bin Jette, ich bin 22 Jahre und von Bündnis 90 Die Grünen. Ich mache vor allem die Themen Kinderarmut und soziale Gerechtigkeit und alles, was sonst noch mit Kindern zusammenhängt. Deshalb würde ich mir Berlin 2025 vor allem ohne Kinder, die in Armut leben, vorstellen, ohne tote RadfahrerInnen und mit Wohnungen, die sich jeder leisten kann. Ja, ich bin Claudia Engelmann, 41 Jahre lang alt, habe 2 Kinder, 14 und 12. Der Kleine ist hier auch an der Schule in der 7. Klasse. Ich bin Bezirksverordnete, sitze jetzt schon in der Bezirksverordnetenversammlung für die Linke, bin Quereinsteigerin in der Politik,
von der Ausbildung her Sozialarbeiterin. Meine Schwerpunkte sind Kinder- und Jugendpolitik. Ich bin Vorsitzende vom Jugendhilfeausschuss und mache aber auch sehr gerne Schul- und Bildungspolitik. Und wir streiten uns ab und an über die eine oder andere Angelegenheit. Aber das ist das, warum ich auch überhaupt in die Politik eingestiegen bin, als mein Großer damals in die Schule kam. Und das, was ich mir wünsche für 2025, komme jetzt gerade von der Mahnwache vom Lichtenberger Rathaus, dass wir keine 4.000 oder 5.000 fehlenden Schulplätze mehr haben, dass wir die Digitalisierung an Schule ausgebaut haben, dass jeder Schüler, jeder Schülerin ein digitales Endgerät zur Verfügung hat und dass Lehrer und Pädagogen wissen, wie damit umzugehen ist und aus Bildungsmöglichkeiten bis dahin Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen worden sind. Das vielleicht erstmal in Kürze. Ja, hallo, Martin Schäfer, ich bin der Älteste wohl hier, 47, nee, Quatsch, ich bin 46, ich werde bald 47 Jahre alt, verheiratet mit Christine. Christine ist Hebamme von Beruf, wir haben 3 Kinder, 2 sind auf dem Gymnasium, einer auf einer ISS. Dann haben wir noch einen Hund, der heißt Whisky und so leben wir im Weidling-Kiez hier in Lichtenberg. Ich bin aktuell von Beruf Bezirksstadtrat hier, bin verantwortlich in dieser kleinen Bezirksregierung, die alle 12 Bezirke haben, für die Bereiche Schule und Sport, für das Ordnungsamt, für das Umwelt- und Naturschutzamt, für das Gesundheitsamt und für das Straßen- und Grünflächenamt. Das sind meine Aufgaben. Ich habe das mit meiner Frau deshalb gesagt, weil uns beide verbindet, dass wir, seitdem wir Teenager sind, uns für Kinder und Jugendliche einsetzen. Als ich so alt war wie ihr, für die eigene Zielgruppe sozusagen, für die, die gleich alt sind, dann in meinem ganzen Leben auch beruflich. Ich habe mal eine eigene Kita aufgemacht für 150 Kinder und ein Jugendzentrum und ein Familienzentrum. Und das bewegt mich schon sehr. Und 2025 muss Berlin eine familienfreundliche Stadt sein, wo Menschen wirklich gerne mit ihrer Familie leben, mit den besten Schulen, den besten Kitas, die wir haben und vor allen Dingen ohne Gewalt. Gut, dann vielen Dank. Zum Ablauf heute, also wir haben 3 große Themen, einmal Gerechtigkeit, dann Klima und Umwelt und zum Schluss noch Gleichheit. Und wie Herr Babke schon gesagt hat, wir werden hier 20 Minuten zu jedem Thema diskutieren und danach habt ihr eben noch die Chance, 5 Minuten circa eure Fragen zu stellen. Und als allererstes werden Vanessa und Miriam mit den KandidatInnen über ihre Ziele zum Thema Gerechtigkeit diskutieren. Genau, danke schön. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Vanessa Seminichin. Ich bin Schülerin der 10er R und freue mich heute, den ersten Themenblock zu moderieren. Mein Name ist Miriam Baas. Ich bin ebenfalls aus der 10er R und ich würde jetzt einfach an Vanessa weitergeben. Wir würden jetzt gerne mit dem ersten Unterthema Bildung anfangen. Die erste Frage würde ich gerne mit einem Zitat aus dem Wahlprogramm der SPD anfangen. Dieses lautet: Wir verfolgen das Ziel, dass alle Schulen in Deutschland erstklassig ausgestattet sind. Jeder Schülerin muss ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Also wollen Sie entsprechend Ihrem Wahlprogramm eine Digitalisierung der Schulen vorantreiben. Können Sie konkrete Schritte und den zeitlichen Rahmen für eine solche wirkliche Digitalisierung erläutern? Warum bekommen dann die Schüler unserer Schule keinen Breitband-Internetzugang und elektronische Geräte? Dankeschön. Ich denke, der Anspruch ist immer, das Ganze so schnell wie möglich umzusetzen. Ich glaube, dass wir da auch gute Chancen haben, das zu erreichen, zusammen mit anderen KooperationspartnerInnen. Warum es bis jetzt noch nicht umgesetzt wurde, ist natürlich eine gute Frage. Also, das ist, glaube ich, auch die relevante Frage an der Stelle eigentlich. Und ich denke, dass es ein Zusammenspiel ist, dass wir die Digitalisierung in den Schulgebäuden vorantreiben müssen und das mit der Schulbauoffensive zusammenhängt, die deutlich schneller hätte funktionieren sollen. Der Hauptkritikpunkt zielt dann aber meiner Meinung nach vor allen Dingen in die Verwaltung, wo die Räder besser ineinander greifen sollten. Also wir wollen die Schulbauoffensive weiter vorantreiben, wir wollen auch den Digitalpakt weiter vorantreiben. Und warum in unserem SPD-Berlin-Wahlprogramm letztendlich auch die Verwaltung ein Herzstück geworden ist und die Verwaltungsoffensive mit zusätzlichen Plätzen, zusätzlichen Ausbildungsplätzen etc., ist damit all das, was wir schon angefangen haben, auch jetzt noch besser vorangetrieben und vor allen Dingen schneller vorangetrieben werden kann. Herr Schäfer, könnten Sie sich bitte auch zu dieser Frage äußern?
Ja, sehr gerne, na klar. Also ich glaube, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir sitzen hier alle mit Maske, obwohl wir Luftfiltergeräte gekauft haben. Also eins von beiden kann ja nur nötig sein. Entweder haben wir Luftfiltergeräte oder wir sitzen hier mit Maske. Und ich bin tatsächlich nicht der Fan der Luftfiltergeräte gewesen, weil wir zig Millionen Euro ausgegeben haben für unsere Schulen. Wir hätten davon schlicht und ergreifend für jeden einen Laptop oder ein Tablet kaufen können. Und das hat nichts mit Verwaltung zu tun, sondern einfach nur mit dem Willen, es zu tun. Denn für die Luftfiltergeräte und für viele, viele andere Sachen waren in den letzten Jahren auf einmal Millionen Euro da, die es vor Corona noch nicht gab. Und da müssen wir, da hat Tamara Lüttke recht, einfach schneller werden und Menschen haben, die das entscheiden. Und ich hatte in den letzten Jahren den Eindruck, dass wir viele haben, die immer nur Ideen hatten, aber nicht den Mut hatten zu entscheiden. Hier zu dieser Schule, wir wollten für euch einen Glasfaseranschluss für 30.000 Euro beantragen, hat der Senat abgelehnt, dass wir das vorzeitig machen. Es muss in die Glasfaser-Initiative des Senates eingespeist werden. Dafür habe ich mich jetzt eingesetzt, dass diese Schule und der grüne Campus Malchow ganz oben sind, also als erstes für Lichtenberg gemacht werden. 30.000 ist nicht viel Geld, wir hätten es auch selber machen können, durften wir nicht. Das sind alles Sachen, die sind ätzend, die kann ich nicht verstehen, sondern es muss eben Politikerinnen und Politiker auf Landes- und ich bin hier im Bezirk aktiv geben, die sagen, machen wir und dann machen wir es auch einfach. Und diese Dinge, glaube ich, da müssen wir einfach besser werden. Ja, die Verwaltung muss ineinander greifen, aber wir brauchen eben auch nicht so viel Abstimmungsprozesse. Also für jeden Server, der hier gekauft wird, für jeden Laptop, muss meine Verwaltung prüfen, ob ihr die wirklich braucht. Dann geben wir diesen Prüfauftrag an den Senat. Der prüft auch nochmal, ob ihr das wirklich braucht. Dann kann erst bestellt werden. Und mein Vorschlag ist für die Zukunft, jede Schule hat ein Budget und es gibt einen Online-Warenshop bei der Senatsverwaltung. Da kann die Schulleitung oder der IT-Verantwortliche sagen, ich bestelle das, das, das und das und dann wird das geliefert. Warum sollen wir prüfen, ob ihr das braucht? Wir sind hier nicht vor Ort, wir wissen das nicht, wir müssen das auch nicht entscheiden. Es gibt ein Budget und jede Schule kann einfach einkaufen und sich das liefern lassen. Das muss Ziel der nächsten 5 Jahre sein. Möchte sich denn jemand anderes zu dieser Frage äußern? Liebend gerne. Unser Programm sagt, dass wir die personelle Ausstattung der Schulen deutlich verbessern müssen. Das heißt, es braucht einen IT-Hausmeister, denn am Geld scheitert es nicht. Der Digitalpakt Schule hat 6,5 Milliarden, aber davon sind erst 84 Millionen irgendwie abgerufen worden. Warum nicht? Wenn man sich damit beschäftigt, die Schule muss ein Konzept schreiben, wie Lehrer weitergebildet werden, wie welche Infrastruktur angeschafft werden, wie soll man das neben dem Schulalltag noch schaffen? Deswegen, neben dem IT-Hausmeister geht es auch darum, eine Verwaltungskraft, sag ich mal, zu schaffen, die einfach die Lehrer oder die Pädagogen entlastet von administrativer Arbeit. Das heißt, am Geld liegt es nicht, es liegt wirklich an der Manpower. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Prozesse gerade geschildert bekommen habe von Herrn Schäfer, da steht man sich selber gegenseitig im Weg. Und auch da muss die Axt angelegt werden und diesen Dschungel zu lichten. Es kann ja nicht sein, dass die Verwaltung hier so stark bremst. Ist doch keine Frage, dass eine Schule einen Server braucht. Das ist doch keine Frage, ob denn ein Bedarf geprüft wird. Jede Schule braucht einen Server, jede Schule braucht einen Glasfaseranschluss. Ob das eine Grundschule ist oder eine weiterführende Schule. Heute geht kein Gewerbe mehr ohne schnellen Internetzugang und wenigstens ein vernünftiges File-Server-System, wo man zentral Daten speichert. Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass hier ein massiver Schub beim Thema Digitalisierung notwendig ist. Und dazu gehört auch, dass die Lehrer besser ausgebildet werden. Kann nicht sein, dass die Schüler den Lehrern erklären, wie etwas funktioniert. Ich finde es gut, dass hier schon an dieser Schule so viele Smartboards existieren, aber auch der Musikraum, wenn es immer noch so ist, hat immer noch, noch die Kreidezeit und die muss beendet werden. Ich würde dazu tatsächlich gerne auch nochmal was sagen. Also erstmal sind wir gerade in eine Situation reingerutscht, pandemiebedingt, die ist Fluch und Segen zugleich. Vorher war das Internet ein absolutes Tabuthema und auch digitale Endgeräte an Schulen waren, außer Smartboards, kamen die kaum zum Einsatz. Also da sind wir der Pandemie zum Teil tatsächlich, müssen wir sogar dankbar sein, dass Schule sich dahingehend geöffnet hat, sich mit dieser Thematik grundsätzlich auseinanderzusetzen. Und das von der ersten bis zur letzten Klasse tatsächlich. Ich sehe aber auch, also das Glasfasersystem ist eine Katastrophe in Berlin.
Das ist nicht nur in Lichtenberg so, sondern in allen anderen Berliner Bezirken. Da müssen wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass da in den nächsten Jahren was passiert. Das, was mir aber total wichtig ist, ist, dass wir bei dem pädagogischen Personal gucken. Und ich setze noch eins drauf. Und wir haben auch in diesem Jahr, in dieser Legislatur schon einen Antrag gestellt. Ich finde, dass an jede Schule auch ein Medienpädagoge oder eine Medienpädagogin gehört. Die sind von der Fachausbildung her dafür da. Und einige von euch kennen schon sicher Safer Internet-Using, Cybermobbing und was da auch alles noch mit dranhängt. Und die kennen ganz tolle Tools, die zum Einsatz kommen. Das mussten sich die Lehrer ja jetzt auch Knall auf Fall überhelfen. Es gibt nach wie vor nicht vernünftige Fortbildungen in dem Bereich. Wir sind aber ein ganzes Stück tatsächlich nach vorne gekommen. Und wir haben in Lichtenberg leider auch, ich weiß gar nicht, wie es hier an der Schule aussieht, müssen wir mal nochmal nachprüfen, aber flächendeckend ist es nicht abgerufen worden, das Geld, was zur digitalen Ausstattung an Schule überhaupt zur Verfügung steht. Also wir haben Geld, aber Schulen rufen es nicht ab. Und da müssen wir auch ran an die Ursache und gucken, warum werden diese Gelder nicht abgerufen, weil sie sind da und stehen euch regulär zu und sollten eigentlich auch zum Einsatz kommen. Aber ich glaube auch, dass wenn wir in 5 Jahren hier sitzen, dass die digitale Welt an Schule eine bessere sein wird, als das, dass sie jetzt ist, weil sich parteiübergreifend sich ganz viele Menschen jetzt dafür einsetzen, dass, und sich auch darauf vorbereiten für den Fall, dass sowas wie eine Pandemie wiederkommt. Das, was ihr erlebt habt, was wir auch als Eltern erlebt haben in den letzten 1,5 Jahren, bleibt eine Katastrophe und ist ein ganz schlechtes Armutszeugnis für Deutschland. Zeigt noch einmal auf, wo wir Schnittstellen brauchen, was Internet angeht, wo viele, viele Länder uns weit voraus sind, und da müssen wir dringend den Anschluss finden. Da wir uns alle einig sind, dass wir mehr Internet an Schulen brauchen, würde ich gerne noch was denn danach kommt, sagen. Denn wir können nicht einfach nur Laptops anschaffen und die irgendwo hinstellen. Digitales Lernen ist nicht unbedingt besser als irgendwie analoges Lernen, sondern es muss, wenn dann, auch gut gemacht werden und alle müssen Zugang dazu haben. Das bedeutet, selbst wenn ihr alle Internet habt, haben immer noch manche von euch einen Laptop und ein iPad und manche von euch vielleicht nicht mal ein Smartphone. Das bedeutet, wir müssen auch dafür sorgen, dass alle SchülerInnen gleich partizipieren können, daran dieses Internet nutzen zu können, Geräte zur Verfügung stellen, in auch Klassen setzen, die genutzt werden können, falls Menschen keine eigenen Geräte haben oder besser gar keine eigenen Geräte nutzen müssen in der Schule. Und gerade wenn wir diese Geräte dann kaufen, ist es wichtig, eure Daten und unser Bildungssystem nicht an große amerikanische Firmen zu verkaufen, sondern vor allem auf Open Source Sätze zu setzen, weil all die Daten, die ihr eingibt, alles, was ihr macht, während ihr euch bildet, während ihr googelt, das sind alles Daten, die, wenn wir Computer von Microsoft haben, Google benutzen, all das verkaufen wir einfach nur als Daten an große Firmen, und die Daten sind echt zu viel wert, als dass ihr sie in der Schule rausgeben solltet, und deshalb sollten wir Geräte kaufen und Software benutzen, die Open Source sind und von der alle profitieren und nicht manche Menschen mehr als andere. Genau, vielen Dank. Und wir würden jetzt zum nächsten Unterthema kommen, nämlich Wohnen. Denn viele Schülerinnen und Schüler betrifft dieses Thema tatsächlich. Und wir würden dann die Frage im Voraus an zwei Parteien stellen, einmal an die Grünen und einmal an die FDP. Wäre nicht ein schnelleres und einfacheres Bauen durch das Entschlacken der Bürokratie, sprich durch verkürzte Genehmigungsverfahren und einer Vielfalt von sicherlich nicht durchgängig funktionalen Klimaschutzvorgaben auch ein Mittel für ein mehr und preiswerteres Wohnen? Und Sie anfangen oder soll ich? Gut. Also grundsätzlich steht die FDP für eine Baupolitik, die schneller baut, die mehr baut in Berlin, damit der Wohnungsmarkt entspannt wird. Wir halten nichts davon, Wohnungen zu enteignen, denn es schafft keine einzige neue Wohnung. Deswegen stimmen wir oder befürworten wir das Nein bei der Enteignungsvolksentscheid. Natürlich ist es so, dass die Bauvorschriften sehr stark Bauen verteuert haben und deshalb preiswerter Wohnraum entsprechend nicht in ausreichendem Maße geschaffen wird. Denn trotzdem sagen wir, dass jede Wohnung, die geschaffen wird, in jedem Preissegment auch den Mietmarkt entlastet. Und dort sind wir durchaus offen für Dachgeschossaufbauten, für Aufstocken von Supermärkten und die Bebauung der Elisabeth-Aue zum Beispiel in Pankow, aber auch dann die Randbebauung des Tempelhofer Felds.
da müssen alle Register gezogen werden, denn wenn Berlin als Stadt attraktiv bleiben will, gehört es auch dazu, dass man einen funktionierenden Mietmarkt hat. Und aktuell ist die Leerstandsquote so gering, dass man nicht mehr von einem funktionierenden Markt sprechen kann. Also wir fordern keinen Bürokratieabbau, auch weil wir eigentlich sogar zu wenig Informationen haben. Also bei vielen Häusern in Berlin wissen wir überhaupt nicht, wem die gehören. Deshalb müssen wir jetzt nachträglich einen Wohn- und Mietkataster machen, das heißt alle Häuser abfragen, wem die eigentlich gehören, um überhaupt zu wissen, wen man denn da ansprechen kann. Zum Beispiel bei Renovierungen oder wenn Häuser einfach leer stehen. Heute ist es so, dass wenn Häuser leer stehen, wir meistens überhaupt nicht wissen, wem die gehören und deshalb da auch keine Maßnahmen ergreifen können. Und deshalb ist Bürokratieabbau erstmal nichts, was wir fordern. Klimaschutz ist natürlich ein gutes Stichwort, auch wenn es nicht mein Thema ist. Wir können natürlich weiterbauen, einfach wie bisher, aber dann sterben halt die Fledermäuse und wir haben eine Flächenversiegelung, heißt es. Das heißt, wenn beispielsweise hier Flutkatastrophen sind, wie in NRW, haben wir noch viel weniger Fläche, in die was versickern kann. Deshalb, da sind wir uns mal einig mit der FDP. Ich kann es fast nicht glauben. Supermarktdächer bebauen ist eine Top-Sache. Grundsätzlich auf Sachen draufbauen ist super. Genau, aber vor allem eben auch dafür sorgen, dass Wohnungen, die schon stehen, eben nicht mehr der Spekulation hingegeben werden, also Leergestehenden werden, sondern an die Menschen gegeben werden und eben, dass nicht mehr so viel Miete verlangt wird. Gerade zahlen Menschen, die beispielsweise bei Deutsche Wohnen leben oder auch bei Akelius, 150 Euro im Monat nur dafür, dass die es an ihre Aktionärinnen weitergeben können. Ich kann die 150 Euro gebrauchen, ich glaube, ihr könnt sie auch gebrauchen und deshalb ja zum Volksentscheid. Ja, ich rege an, einen Faktencheck zu dieser Aussage zu machen mit den 150 Euro, die man monatlich zahlt, um die Aktionäre zu bedienen. Das ist nicht so und die Durchschnittsmieten von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die hier aufgerufen werden, auch von den Konzernen, die sind auch akzeptabel. Ja, mit 6,70 Euro, glaube ich, im Bestand ist die Deutsche Wohnen jetzt nicht der große Mietentreiber. Wo führt es hin, diese Enteignungsdebatte? Zu einem Gegeneinander von Mietern und Vermietern. Im Gegenteil, man muss zusammenarbeiten, dass die Wohnungswirtschaft besteht nicht nur aus kommunalen Trägern, sondern auch aus viel Privatengagement. Und genau dort muss man mit jedem Partner reden, denn wie gesagt, jede Wohnung ist wichtig, denn auch im höheren Segment nehme ich mich gerne als Beispiel. Ich hätte in einer Altbauwohnung gewohnt, hier von einem privaten Vermieter mit meiner Familie. Die Familie ist größer geworden. Wir haben uns entschieden, was Eigenes zu bauen, Eigenverantwortung zu übernehmen und haben diese Mietwohnung freigemacht, ja, und konnte jemand anders einziehen. Das heißt, nicht nur das Thema Miete ist wichtig, sondern auch das Thema Eigentum. Und das sagt auch die Berliner Landesverfassung. Es soll nicht nur Mieten, also Wohnraum zur Miete gefördert werden, sondern es soll auch Wohneigentum gefördert werden. Und hier sehe ich den aktuellen Senat, der hat ja einen blinden Fleck. Wir haben eine sehr gute Investitionsbank, also eine Landesförderbank. Dort kann man auch Instrumente auflegen, damit mehr Eigentümer in der Stadt ihre eigene Wohnung besitzen, das schützt auch vor Altersarmut und ist einfach ein gutes Gefühl, auch Eigentümer seiner eigenen Immobilie zu sein. Und das heißt nicht nur Einfamilienhaus, sondern auch Wohnung. Ich glaube, dass der Vorschlag völlig aus der Lebensrealität einer überwiegenden Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gerissen ist. Ich glaube, für viele geht es im Moment überhaupt nicht darum, kann ich mir ein Eigenheim bauen, komme ich überhaupt an die Finanzierung dafür ran, sondern dass die Leute deutlich mehr als 30% ihres Monatseinkommens jetzt schon für die Miete zahlen müssen und dass sie über die Runden kommen müssen. Deshalb, ja, ich finde es auch gut, wenn Private mehr Verantwortung übernehmen und mehr bauen. Ich finde Genossenschaften auch super übrigens, wo die Leute sich selbst beteiligen können und zusammenschließen und dann in einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt investieren. Ich denke, dass wir das Argument zieht, wenn jemand in seine Eigentumswohnung zieht, dann zieht er woanders aus. Es wird dann in Anführungszeichen frei, aber es wird ja dann meistens nochmal teurer. Also die Mieten steigen ja dann auch immer nochmal und deshalb ist es einfach so schwierig. Deshalb brauchen wir, ich habe es schon erwähnt, den Mietendeckel. Deshalb brauchen wir auch noch mehr Milieuschutz und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch daran denken, denn nur in diesen Milieuschutzgebieten, die man extra prüfen und erstmal auflegen muss, auch das dauert immer sehr lange, bis da die Studien zum Zuge gekommen sind, bis wir das überhaupt rechtssicher einsetzen können. Und erst dann können wir in diesen Gebieten das Vorkaufsrecht nutzen. Auch das wollen wir gerne stärken, weil wir denken, dass es wichtig ist, so viel wieder in die landeseigenen Bestände zu bekommen, wie wir können, weil mit den landeseigenen können wir die Mieten besser regulieren. Bei der Deutschen Wohnen ist es übrigens nicht nur so, klar, die haben auch irgendwann mal wieder
Bestände, wo sie halbwegs vernünftige Mieten aufrufen. Aber die Deutsche Wohnen ist ja auch jemand, der zum Beispiel über die Betriebskostenabrechnung bei den Mietern oft noch zusätzliche Einnahmen generiert. Das heißt, die Betriebskosten sind sehr oft falsch abgerechnet bei der Deutsche Wohnen. Das ist einfach kein verantwortungsbewusster Umgang mit den Mieterinnen und Mietern. Es wurde gerade das Zusammen von Vermietern und Mietern betont und es gibt einfach Konzerne auf dem Markt, die sich konsequent nicht daran halten wollen. Jetzt ist es so, die SPD hat sich nicht zum Volksentscheid Deutsche Wohnen bekannt, die Jusos schon, das ist ein bisschen verwirrend. Ich persönlich plädiere zum Beispiel für ein Ja beim Deutsche Wohnen Volksentscheid enteignen, aber wie gesagt, für die SPD ist trotzdem Bauen immer noch das beste Mittel zum Entspannen des Mietmarktes. Eins, zwei, Herr Frank. Also die Linke hat ja ein ganz klares Ja zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen und wir müssen was tun. Also Tamara hat gerade den Mietendeckel schon angesprochen, der ist in Berlin gescheitert. Das Ding ist, dass es ein Bundesrecht ist, was wir ganz oben sozusagen verändern müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen in der Bundesregierung mal neue Fahrt aufnehmen und ein anderes politisches Führungssystem als CDU-Regierung und SPD, große Koalitionen, die sich mit vielen Dingen nicht durchsetzen konnte, sondern dass wir ein linkes Bündnis auf Bundesebene bekommen, damit wir endlich die Chance haben, von oben herab wirklich die Rechte dahingehend zu ändern, dass das mit diesen Mieten mal endlich aufhört. Und ich sage euch jetzt ein Beispiel, als ich so alt war, wie ihr aus der Schule rausgekommen bin, dann mit 18 nach Berlin gegangen ist, bei uns gab es damals noch, wir sind von einer Wohnung in die nächste gezogen. Meine erste Wohnung hatte 75 Quadratmeter und ich habe umgerechnet keine 300 Euro warm dafür bezahlt. Klar, die Wohnungen wurden jetzt saniert und sowas und die sind teurer geworden. Aber es kann nicht sein, dass ihr bei euren Eltern wohnen bleiben müsst, weil wir keinen sozialen Wohnungsraum mehr haben. Und mir geht es genauso. Also ich weiß auch noch nicht, wenn meine Kinder in 2 bis 4 Jahren das Haus verlassen werden. Ich stelle mir das nicht vor, wie wir das schaffen wollen, bei den Mietpreisen in Berlin, wenn die hier studieren wollen, wenn wir da nicht irgendeinen Riegel vorschieben, dass die überhaupt eine Möglichkeit haben oder ihr eine Möglichkeit habt, noch eigenständig mit 18 oder 19 in einer Wohnung wohnen zu können. Bei 15 Euro pro kalt pro Quadratmeter Mietpreis, und das ist mittlerweile im Weidling-Kiez Usus, wenn man sich den Mietmarkt anguckt. Und von Eigentumswohnungsbau bin ich auch ganz, ganz weit weg. Und ich glaube, auch wenn wir alle nicht wissen, was nachher das Bundesverfassungsgericht zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen nachher am Ende sagen wird, wir haben nur diese eine Chance. Und wenn wir nicht jetzt endlich anfangen, dann explodiert der ganze Markt und wir stehen irgendwann alle irgendwo mit irgendwelchen Zelten. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir es nicht schaffen werden, dann den Mietenmarkt zu regulieren in Großstädten, wenn wir jetzt nicht entschieden da handeln und gemeinsam dafür einstehen, dass die Mieten gedeckelt werden. Also ich bin ganz entschieden gegen die Enteignung von Wohnungen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass keine einzige neue entsteht, das habt ihr schon gehört. Von dem Geld könnten wir unfassbar viele gute Dinge machen, nämlich zum Beispiel Wohnungen bauen, unsere Schulen sanieren und schneller bauen. Wir könnten jedem, der hier in Berlin ein Auto fährt, ein E-Auto schenken von diesem Geld. Jedem einzigen Berliner könnten wir ein E-Auto schenken von dem Geld. Und vor allen Dingen, wenn die enteignet werden, ist ja jemand anders dann auch der Vermieter dieser Wohnungen. Also die werden ja den Mietern nicht geschenkt. Also auch dann muss irgendjemand Verantwortung übernehmen. Es wird dann saniert, es muss gemacht werden. Auch dann werden die Mieten steigen, vielleicht moderater. Das kann sein. Und wir haben in Lichtenberg zum Beispiel 70% aller unserer Wohnungen, die wir hier als Mietwohnungen haben, gehören landeseigenen Unternehmen. 70% sind gar nicht privat, sondern schon landeseigen. Das heißt, wir können unfassbar viel da schon steuern, und also steuern, indem wir regulieren, gucken, wie wir das machen. Da muss der Staat, da muss der Senat viel aktiver werden und viel mehr mit den Leuten sich unterhalten und die Dinge besprechen. Wo Claudia recht hat, wir müssen aber was tun und deshalb nicht den Mietendeckel, sondern eine Mietenbremse. Das heißt, ich muss gucken, wie schnell dürfen Mieten in wie vielen Jahren steigen. Und das muss ich gut hinbekommen. Das heißt, wenn jemand auszieht, darf die Miete vielleicht um 2, 3, 4, 5 Inflationsrate, wie auch immer, Prozente steigen. Aber eben nicht ins Uferlose. Aber ein Mietendeckel führt dazu, dass Leute sagen, dann bauen sie nicht mehr. Denn genau in der Zeit, wo hier ein Mietendeckel war, der ja dann
aber als verfassungswidrig eingestuft wurde, wurde extrem wenig gebaut, weil keiner weiß, was passiert denn mit meinen Wohnungen anschließend. Was ist denn, wenn ich einen Aufzug einbauen muss, weil dort Menschen einziehen, die einen Aufzug brauchen? Dann darf ich die Miete nicht erhöhen. Das sind alles Dinge, die sind nicht günstig und nicht gut. Bauen, Mieten regulieren, gar keine Frage. Aber Finger weg von diesem Volksentscheid, das ist Gift. Das ist eben genau Politik von oben herab, so wie du sagtest. Es soll von oben herab entschieden werden. Halte ich den völlig falschen Weg. Also jetzt ein, was dagegen sagen muss ich tatsächlich noch. Und es stimmt nicht, ich wohne selber in einem Haus, was wir 2004 vom Mietmarkt befreit haben mit einer Genossenschaft. Wir haben damals, die wir selbst gegründet haben, wir haben 280.000 Euro für das Haus bezahlt, wo man heutzutage ein Grundstück für 3,5 Millionen Euro verkauft, ohne dass da ein Haus draufsteht. Und ich zahle für 80 Quadratmeter 450 Euro warm Miete. So, ja, natürlich, aber das ist das, was Wohnen wirklich kostet. Das ist das, und inklusive Betriebskosten, 150 Euro davon sind Betriebskosten. 300 Euro für eine Wohnung, 80 Quadratmeter, weil wir keinen Gewinn machen. Und das ist möglich und da müssen wir ansetzen, das muss es geben und viel, viel mehr geben als dieser ganze Kapitalismus. Und Wohnen sollen ist ein Grundrecht und jeder hat einen Anspruch auf eine Wohnung. Und da trete ich auch entschieden gegen ein, zu sagen, dass das im Kapitalinteresse verbleiben sollte. Was macht ihr, wenn das Dach kaputt geht? Dann nehmen wir einen Kredit auf und verteilen das aufs ganze Haus. Und also wir haben genau, aber wir bilden ja Rücklagen. Wir zahlen 300 Euro, damit zahlen wir unseren Sanierungskredit ab. Wir haben 600.000 Euro Kredit aufgenommen. So. Also ich würde jetzt an dieser Stelle die Diskussion abbrechen, weil ich glaube, dass den Zeitrahmen wird es ein bisschen sprengen und würde nun an Miriam weitergeben. Jetzt beginnt die Fragerunde an die Zuschauer und ich würde jetzt einfach bitten, sich zu melden, falls ihr Fragen an die Parteien habt. Juna. Juna ans Mikrofon, ja. Genau. Sonst verstehen nicht die anderen, nicht die Anarkose, die jetzt zugucken. Hallo, hallo. Okay. Ich habe eine Frage an die Linke, also an Sie, Frau Engelmann. Und zwar, denken Sie nicht, dass die Bildung und vor allem die Förderung der leistungsstärksten SchülerInnen vernachlässigt wird, wenn Sie Einheitsschulen einführen? Also ich bin eine klare Befürworterin von Gemeinschaftsschulen. Also aus zwei Gründen. Das eine ist tatsächlich, dass wir so ganz schnell ganz viele Schulplätze in allen Bereichen schaffen können. Im Grundschulbereich und im weiterführenden Bereich, um dann die Schulen auch ein Stück weit zu entlasten. Das zweite ist, also für mich ist Bildungsgerechtigkeit tatsächlich mehr darin gegeben, wenn wir weniger separieren im Schulsystem. Da müssen wir aber natürlich gucken, dass es soziale Mischungen trotzdem gibt. Und wir haben zwei Gemeinschaftsschulen, die mittlerweile eine gymnasiale Oberstufe haben in Lichtenberg und wo es auch möglich ist, ein Abi zu machen. Wir wissen auch, dass an ISS mittlerweile Abitur gemacht werden kann, halt in 13 Jahren und nicht in 12. Ich selber habe auch 12 Jahre Abi gemacht. Ich bin der erste Jahrgang quasi nach der DDR, der von Anfang an das erste Mal das Bildungssystem dahingehend durchlaufen hat, dass wir separiert worden sind in irgendeiner Geschichte. Aber die, die es nicht schaffen, werden immer weiter hinten runterfallen und die Eliteförderung sozusagen, also wir können mit einem vernünftigen Abi-Zugang alle studieren gehen und das soll ja auch weiter geöffnet werden, dass auch Menschen, die arbeiten gegangen sind, haben auch die Möglichkeit, studieren zu gehen. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich dafür bin, alle Gymnasien sofort abzuschaffen. Überhaupt nicht. Also es sollte auch weitere Spezialisierungen geben, aber es ist, ich finde, dass zumindest von der 1. bis zur 10. Klasse das ganz, ganz wichtig ist, dass man gemeinsam in die Schule geht und gemeinsam aufwächst, einfach auch, weil soziales Lernen in Gruppen ganz, ganz wichtig ist, vor allen Dingen, wenn wir eben auch Willkommenskinder mitnehmen wollen und Menschen aus anderen Ländern. Und das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, unser aller. Darf ich? Weiß ich nicht, ja. Also in allem, und ich bin da großer Fan von, in allem wollen wir vielfältig werden. Alles soll diverser und vielfältiger werden. Die Schule soll einheitlicher werden. Das ist ein Irrweg, weil ihr seid nicht einheitlich.
Wir sind vielfältige Menschen, deshalb brauchen wir auch vielfältige Bildungssysteme. Das liegt für mich absolut auf der Hand. Menschen mit hohem Förderbedarf brauchen was ganz anderes als Leute, die, ich sage jetzt mal, besonders fit in der Schule sind. Elitenförderung, so kann man es nennen, klingt ein bisschen hart. Also da bin ich radikal dagegen. Wir haben gar keine Grundstücke mehr für Gemeinschaftsschulen. Das ist echt ein Problem. Ich kriege eine Grundschule auf eine andere Fläche gebaut als eine Gemeinschaftsschule. Also auch das funktioniert so einfach nicht. Und ich wünsche mir, dass wir tatsächlich Kinder ernster nehmen, auch in ihrer Entwicklung. Mein Sohn geht auf eine ISS, der wird wahrscheinlich nicht Abi machen, unser Jüngster. Ich hoffe, er erinnert mich eines Tages, weil er Fortnite Cups gewinnt oder sowas. Das ist sein Weg, der wird YouTuber oder so. Und die anderen sind auf Skimmy gegangen und ich finde das vollkommen okay. Und er ist nicht weniger wert oder so, sondern er geht seinen Weg und die anderen gehen ihren Weg. Und so muss es sein. Die Einheitsschule führt uns tatsächlich in ein Dilemma und, glaube ich, in eine Sackgasse. Und wir sind auch der einzige Bezirk von allen 12 Bezirken, der überhaupt noch ein Gymnasium baut. Nur Lichtenberg baut noch ein Gymnasium. Alle anderen haben sich längst davon verabschiedet. Die Gymnasien sind übernachgefragt. Ihr wisst es vielleicht selber, man hat Glück, wenn man hier raufkommt. Viele andere aus der Klasse nicht, aus der Grundschulklasse. Und dann sagen wir, lasst uns doch die Schulen erweitern. Die Schulen sind nachgefragt. Da sagt der rot-rot-grüne Senat, mehr brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Es ist ein Irrweg, den wir da gehen. Wenn Kinder aufs Gymnasium wollen, dann brauchen wir auch gymnasiale Plätze. Also lasst uns bitte Gymnasien bauen, so wie in vielen, vielen anderen Bundesländern auch. Das ist ein Irrweg, der gegangen wird. Also Sie haben ja gerade gesagt, ich musste da kurz länger drüber nachdenken, Sie haben ja lange genug geredet und Sie sagen, Sie wollen ein vielfältiges Bildungssystem, aber alles, was wir haben, ist zwei Schulen statt einer. Ist das die Vielfalt? Es wäre doch viel besser, wenn wir die SchülerInnen individuell fördern können, nämlich nicht erst, indem wir sie erst separieren und dann gucken, ob sie dem Leistungsdruck, der auf einem Gymnasium besteht, standhalten, sondern indem wir sie individuell fördern, weil wir sie kennen, weil die SchülerInnen zusammenarbeiten können, weil die sich kennen. Und dann, wenn wir größer denken, und ich glaube, wir reden ja jetzt nur nicht nur über die nächsten 4 Jahre, sondern wir reden auch über mehr. Was ist denn mit freierem Lernen? Lernen außerhalb von Klassen, Lernen von dem, wofür man sich interessiert und nicht das, was gerade im Stundenplan dran ist. Und dann brauchen wir eine Schule, wo sich SchülerInnen zusammenfinden können, die voneinander lernen und nicht, die erstmal separiert werden, weil einige vielleicht einen besseren Jahr hatten als eine andere. Ja, die SPD setzt sich schon sehr, sehr lange für Gemeinschaftsschulen ein, weil wir der Überzeugung sind, dass es ganz wichtig ist, dass sich niemand aus dem Bildungssystem einfach rauskaufen kann. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass an jeder weiterführenden Schule ein Weg etabliert wird, der eben zum Abitur führt. Manche, es wurde gerade mehrfach angesprochen, brauchen einfach ein bisschen länger oder brauchen einen anderen Weg, brauchen eine andere Form der Förderung. Und ich glaube, dass es an der Gemeinschaftsschule aber gerade sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an den Gemeinschaftsschulen nochmal zusätzlich das Lehrpersonal entlasten, damit die eben auf die individuellen Bedürfnisse von allen auch eingehen können. Deshalb haben wir uns entschieden, anzustreben, dass Berlin wieder verbeamtet, um mehr Lehrkräfte anzuziehen. Und wir haben uns unter anderem auch dazu entschieden, dass es möglich sein sollte, dass die Lehrkraftsausbildung auch in einem dualen Studium funktioniert. Und ich glaube, dass wenn wir mehr Lehrkräfte und diesen Lehrkraftsmangel, den Berlin immer hat, beseitigen können, dass wir auch die Qualität an den Gemeinschaftsschulen auf einem Niveau halten und ausbauen können, sodass auch besondere Talente ganz individuell gefördert werden können. Gibt es da noch weitere Fragen aus dem Publikum? Anna? Okay. Hallo? Okay. Ich habe noch eine Frage an die SPD, also Frau Lüttke. Sie sind ja auch gegen die Wohnungsknappheit, sind Sie auch fürs Bauen. Aber statt den benötigten 30.000 Wohnungen pro Jahr waren es immer nur 17.000 bis 19.000. Und ich würde gerne wissen, woran es liegt und wie Sie dieses Problem angehen würden. Ja, das liegt daran, dass in Berlin Doppelzuständigkeiten bestehen. Das heißt, die Bezirke nicht ganz alleine darüber entscheiden, wo Baugenehmigungen gegeben werden. Die Baugenehmigungen sind unter der linken Senatsverwaltung für Bauen auch zurückgegangen in den letzten Jahren. Das ist sehr bedauerlich. Wir wollen diese Doppelzuständigkeiten abschaffen. Wir wollen eine große Verwaltungskonferenz mit allen Parteien zusammenberufen, um nochmal die Zuständigkeiten zu klären. Und ich habe es vorher schon erwähnt, die Räder da besser ineinander greifen zu lassen.
Also Skagify, ich muss sie jetzt erwähnen, macht das dann ja auch diesen total tollen Vorbild dann zur Chefinnen-Sache, hat sie angekündigt. Das heißt, es ist auf jeden Fall die oberste Priorität, da sicherlich mit allen Akteuren zusammenzuarbeiten, auch die nochmal zusammenzuholen, die Genossenschaften, die Landeseigenen zu stärken. Und es bleibt dabei, die Verwaltungsoffensive wird das wichtigste Mittel dazu sein, da auch wieder entsprechend die Zahl der Baugenehmigungen steigen zu lassen, damit das alles gehen kann. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwieriger geworden, weil wir zwar zum Bauen stehen, aber oftmals wird dann bei jedem Fleckchen trotzdem was individuell gefunden, warum es dann genau dort aber doch nicht geht. Also nicht hier, weil da ist die Verschattung jetzt mir nicht angenehm, oder nicht dort, weil da habe ich Angst, dass ein bisschen mehr Verkehr dazu kommt. Und ich glaube, dass wir Wege finden müssen, wie wir wirklich solidarisch Rücksicht aufeinander nehmen können, es aber trotzdem möglich wird, dass auch in der Innenstadt oder in stadtnahen Teilen Berlins trotzdem noch nachverdichtet werden muss, damit eben Familien nicht an den Stadtrand gedrängt werden müssen und nicht nur am Stadtrand neuer Wohnraum entsteht, sondern wir uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir innenstadtnah auch aufstocken können, zum Beispiel in leichten Holzbauweisen aufstocken können. Da werden wir in Zukunft nicht drum herum kommen. Genau, also wir würden nun den ersten Themenblock abschließen, denn die Zeit ist schon vorbei. Genau, also dann gehen wir an die weiteren zwei Moderatoren weiter und wir danken für Ihre Antworten. Alles klar, also erstmal vielen Dank. Guten Tag. Wir sind Viola und Felix aus der CNR, Viola sitzt da hinten, und würden Ihnen nun gerne ein paar Fragen zum Klima- und Umweltschutz bezüglich Ihres Wahlprogramms stellen. Erst einmal möchte ich mit Frau Nietzert beginnen. Frau Nietzert, Sie haben ein sehr ausführliches Wahlprogramm bezüglich des Klimaschutzes in Berlin. Spezifisch setzt Sie sich auch sehr stark für das Zurückdrängen von Verbrennungsmotoren in der Innenstadt ein. Wie wollen Sie das bewältigen? Ziemlich einfache Antwort, indem wir mehr ÖPNV-Angebote machen, weil sonst geht es ja überhaupt nicht. Und indem ÖPNV für alle bezahlbar bleibt, damit niemand zu hohes Geld für Tickets zahlt. Ihr kriegt ja zum Glück schon ein Ticket für 0 Euro, das bleibt auf jeden Fall auch. Aber auch alle anderen, die gerade die ziemlich teuren Monatskarten zahlen müssen, sollen eben ein billigeres Angebot für ÖPNV bekommen. Wir planen eine Bärenkarte. Das ist ein bisschen kompliziert. Zu den Stoßzeiten. Kostet es was und ansonsten kriegt jeder Berliner für 15 Euro im Monat, jede Berlinerin, eine Karte, mit der immer gefahren werden kann. Und nur zwischen den Stoßzeiten eben, rund um 9 Uhr und rund um Feierabend, würde quasi ein zusätzliches Monatsticket für PendlerInnen dazukommen, was aber wesentlich weniger kostet als heute. Wir glauben, dass wir keinen kostenlosen ÖPNV machen können, weil wir eben noch Geld haben müssen, um beispielsweise neue Strecken zu bauen, um neue Fahrzeuge zu bestellen, um neue, Fahrerinnen für die Züge einzustellen. Deshalb können wir es nicht kostenlos machen, aber wollen es so billig wie möglich machen für alle. Und da geht es nicht nur um Verbrenner, also Benzin und Diesel, sondern auch Elektro ist für uns jetzt keine Zukunftstechnologie für die Berliner Innenstadt. Wir wollen eine autofreie Innenstadt bis 2030. Ich persönlich hätte das auch noch früher besser gefunden. Das bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel Krankenwagen oder Handwerker oder so nicht mehr rein können. Das gilt weiter. Es gilt nur für eben Autos, die Privatpersonen gehören, die nicht für dienstliche Zwecke sind. Genau. Alles klar, vielen Dank. Herr Wolf, die FDP spricht sich ja generell sehr stark gegen solche Verbote aus. Möchten Sie eventuell was dazu sagen? Ja, liebend gern. Also wir lehnen ein Verbot von Individualverkehr in der Innenstadt und überhaupt in Berlin generell ab. Denn die selbstbestimmte Mobilität ist ein wichtiges Kriterium. Denn denken wir an unsere Großeltern, die sehr gerne noch mit dem Auto unterwegs sind und deswegen sich auch einen gewissen Freiheitsgrad schaffen. Und wo will man anfangen, das zu regulieren? Soll man dann für jeden eine Ausnahmegenehmigung geben? Soll man mehr Bürokratie schaffen, um dann 12 private Fahrten im Jahr sich genehmigen zu lassen? Und ein Großteil des Verkehrs in der Innenstadt ist zum Teil Wirtschaftsverkehr. Und wenn wir jetzt jeden zweiten Parkplatz zu einem Park machen, wo sollen die Handwerker, die dann in die Innenstadt fahren, dann ihre Autos parken, um ihre Dienstleistungen zu machen? Wir plädieren auch dafür, wie gesagt, dass es Alternativen gibt zum Verbrenner. Batterieelektrische Autos sind
möglich. Ja, meine Frau hat ja selbst ein Geschäft hier. Wir liefern sehr viel. Wir haben auch umgestellt auf Elektromobilität, weil es sich einfach rechnet. Das heißt, es ist marktfähig geworden. Es wird weitere Substitute für, also Kraftstoffersatz geben für ja, die erdölbasierten Kraftstoffe. Also da muss weiter geforscht werden und da wird es Alternativen geben. Aber ein generelles Verbot lehnen wir ab. Herr Schie. Hallo? Hallo, hallo. Herr Schäfer, was möchten Sie dazu sagen? Also es wird ja immer vor der Wahl viel versprochen und nicht immer alles hinterher gehalten. Von meiner Partei auch. Also da machen alle Riesenfehler. Das ist deshalb gut, alles so zu sagen. Aber man muss ja mal gucken, was hat die Regierung die letzten Jahre gemacht. Und die Grünen hatten die Verkehrssenatorin. Und das Einzige, was in Lichtenberg passiert ist, ist, dass die S3 nicht mehr in dem Maße fährt, wie sie fahren sollte, und die S75 auch nicht. Obwohl wir 30.000 Menschen mehr in diesem Bezirk haben, wurde der ÖPNV eingeschränkt in Lichtenberg. Und das ist einfach falsch. Die Antwort ist die richtige. Wir brauchen mehr ÖPNV, aber dann doch bitte nicht einschränken, sondern machen. Und in 8 Jahren wäre das. Dezember in 8 Jahren ist dann der Wechsel zum Jahr 2030. In 8 Jahren, da soll keiner mehr in die Innenstadt fahren können. Ich halte das wirklich für unsozial, ungerecht. Das kann nicht wirklich eine Meinung einer Partei sein, die für alle Menschen spricht. Man spricht für einige, aber wir müssen Politik machen, die möglichst alle Menschen erreicht. Und das ist der falsche Weg. Natürlich ist es chaotisch und schlecht, wie wir im Stau dort stehen, deshalb mehr ÖPNV. Natürlich ist es für die Klimabilanz eine Katastrophe, wenn da Diesel langfahren. Aber jetzt machen wir Straßen, wo keiner langfahren darf. Und wo fahren dann die Autos? An anderen Straßen lang. Also das ist alles nicht durchdacht. Das ist ein bisschen gut gemeint, gut gewollt. Aber an der Realität von den Menschen, die in dieser Stadt wohnen, ist es einfach vorbei. Mehr ÖPNV, absolut. Viel günstiger ÖPNV bin ich auch. Ich bin für das 365-Euro-Ticket, dass also man 1 Euro pro Tag für den ÖPNV zahlt. Nicht verpflichtend, das geht auch nicht. Also wer nämlich nie fährt, braucht ja auch kein Ticket. Aber die anderen Dinge lehne ich wirklich ab. Gut gemeint ist ein spannendes Stichwort für einen CDU-Kandidaten, der beispielsweise keinen einzigen Fahrradweg in Lichtenberg gebaut hat, obwohl er dafür die letzten 5 Jahre zuständig war. Gut gemeint ist ein gutes Stichwort, wenn es darum geht, dass wir eine CDU-geführte Regierung haben, die ausschließlich in 4000 Kilometer Autobahnen investiert haben und leider in keinen Kilometer Schiene. Ich könnte das noch weiter fortführen, aber gut gemeint, Sie machen es einfach schlecht. Wir durften uns ja nicht streiten, wir beide, jetzt streiten wir bei uns mal gerne. Wo kommt denn die Aussage, dass ich keinen Radweg gebaut habe? Ich habe keinen Pop-up-Radweg, das stimmt. Aber wir allein in diesem Jahr geben wir 4 Millionen für Radwege aus, nur in Lichtenberg, 4 Millionen. Nicht wie die Grünen es wollen, sondern mit Verstand und mit Vernunft. Faktencheck fordere ich ein. Guckt euch die Radwege in Lichtenberg an. Okay, ich schließe jetzt einfach mal, ich versuche anzuschließen. Ich muss gestehen, das Zwiegespräch hat mich ein bisschen aus der Rolle gebracht. Jetzt sind ja unglaublich viele Stichworte gefallen. Ich glaube, Sicherheit beim Fahrradverkehr ist ein Riesending und ich glaube, da sind wir in Lichtenberg noch nicht vorne mit dabei. Das kann sein, dass jetzt hier Radwege gebaut wurden, keine Pop-up-Radwege, aber wenn ich mir die Treskoallee anschaue, da habe ich immer noch einfach einen wahnsinnigen Schiss, da lang zu fahren. Wenn ich durch die Herzbergstraße fahre, kriege ich einen Herzinfarkt. Und es liegt daran, dass ich einfach zu viele Verkehrsmittel, am Beispiel von der Herzbergstraße geblieben, gegenseitig den Raum wegnehmen. Da wird geparkt, da fährt eine Trambahn durch, da ist total viel Fußgängerverkehr und da muss ich da noch rin und durch und ja, genau, hab einen Mordschiss, da nicht lebend rauszukommen. Deshalb müssen wir grundsätzlich den Verkehrsraum, den wir haben, gerechter aufteilen, weil es ist und bleibt so, dass es jetzt wahnsinnig aufs Auto fokussiert ist. Und da kann man schon mal kurz kritisch hinterfragen, welche Form von Freiheit es ist, dass jeder Mensch bis ins allerhöchste Alter mit egal welchem Auto durch die Gegend fahren können muss. Also ich finde nicht, dass das was ist, was wir uns unbedingt leisten können müssten, wenn einfach die Ausbeutung von Ressourcen da entgegensteht und auch Verkehrssicherheit mitunter in Rede steht. Dann glaube ich, kann man es den Leuten zumuten, auch ins Gespräch zu gehen und in eine Diskussion zu gehen und ältere Menschen auch
zu erklären und ihnen Angebote zu machen, die Alternativen bieten. Und die sind nicht zwingend mordsbürokratisch. Das kann eben auch eine barrierefreie U-Bahn sein. Oder das kann auch eine bessere Bustaktung sein, eine bessere S-Bahn-Taktung sein. Das kann übrigens auch die Erweiterung des Pflegesystems sein, bei dem wir ganz, ganz viel machen müssen, wo mir bei verschiedenen Diskussionen aufgefallen ist, dass das Thema immer hinten runterfällt. Ich glaube, dass wir ältere Menschen im Alltag gut und vor allen Dingen besser begleiten können und dann damit auch Alternativen schaffen können, wenn es jetzt darum geht, dass hier der Opa, der vorher angesprochen wurde, noch unbedingt mit seinem Diesel fahren können muss und auch vor der Haustür parken muss. So, statt der kurzen Wege ist wichtig, damit die eben nicht zu weit haben. Das Buzzword Autobahn ist noch gefallen, das möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen. Ich glaube, dass Autobahnen kein Weg mehr in der Zukunft sind. Ich glaube auch, dass Autobahnen in Lichtenberg kein Weg mehr in der Zukunft sind und dass die Weiterführung der 100 hier durch Lichtenberg nicht passieren sollte. Darf ich aus der linken Perspektive noch so zwei, drei Sachen dazu sagen? Also ÖPNV weitestgehend kostenlos, sollte auf jeden Fall weiter vorangebracht werden. Dann setzen wir ganz so auf die Kommunalisierung der S-Bahn. S-Bahn ist das, was quasi am günstigsten ist, um ÖPNV noch auszubauen. Gerade auch nochmal hier in den Außenbezirken. Wir können bis nach Strausberg im Grunde zweispurig bauen, um die Taktung da auch zu erhöhen. Ansonsten sind die Grenzen im Ausbau des ÖPNVs in Berlin schon sehr, sehr eng gesetzt. Also wir können, wenn wir uns jetzt alleine hier die Straßenbahnen in und um den Fenfu angucken, die Taktung kaum erhöhen, weil die alle auf einem Gleis in der Innenstadt zusammenlaufen. Deswegen muss man genau gucken, was kann man tatsächlich, welche Stellschrauben gibt es letztendlich noch, um den ÖPNV auszubauen, wenn wir sagen, ÖPNV kostenlos für alle in irgendeiner Form. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte Berlin würden wir es nicht schaffen, alle Menschen in Berlin mit dem ÖPNV in die Innenstadt zu transportieren. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Dann zum Thema der E-Mobilität setzt sich die Linke sicherlich auch für ein. 2030 halte ich für kein realistisches Ziel. Dafür muss viel zu viel passieren, auch im Ausbau mit Ladestationen, mit allem, was da irgendwie an Infrastrukturmaßnahmen dran denkt, sondern wir müssen gucken, dass wir gemeinsam Wege finden, tatsächlich im Innenstadtbereich die Sachen, also Autos, die Straßen dort zu entlasten. Das können wir mit Tempozonen einrichten und sowas sicherlich in den nächsten Jahren gemeinsam erstmal schaffen in irgendeiner Form. Aber wir, das ist im Großen und Ganzen noch eine sehr, sehr große Baustelle, wenn wir sagen, und wir wollen alle Menschen auf die Schiene bringen oder aufs Fahrrad bringen oder so. Dafür ist Berlin nicht ausgelegt. Es gibt andere tolle Länder mit tollen Großstädten. Barcelona ist mein Lieblingsbeispiel, was Barrierefreiheit angeht, auch auf Straßen- und Radwegausbau. Da sind wir meilenweit noch von entfernt, aber wir sollten es gemeinsam weitergehen, weil wir müssen die Großstädte auf jeden Fall vom Autoverkehr ein wenig entlasten und wir müssen auch Verbrennungsmotoren einstellen über die nächsten Jahrzehnte. Frau Lüttke, Sie hatten vorhin kurz die U-Bahn angesprochen. Und es ist ja auch schließlich so, dass die SPD im Gegensatz zu der Linken oder den Grünen vor allem den Ausbau der U-Bahn priorisiert. Warum das und woher soll das Geld kommen? Warum das? Die U-Bahn ist das teuerste Verkehrsmittel. Ich nehme das Argument mal gleich vorweg. Ja, das stimmt, aber wir glauben, dass es sich lohnt, weil es am nachhaltigsten dort investiert ist. Der große Vorteil an der U-Bahn ist, dass sie unterirdisch läuft. Das macht den Ausbau teurer, aber das schafft eben auch Platz oben. Und das ist Platz, den wir für andere Dinge nutzen können, zum Beispiel für sichere Radwege, den wir dann auch nutzen können, aber auch für Sozialraum, für Grün, für Flächen gegebenenfalls, auch für Bauvorhaben. Und das ist der Hauptgrund. Gibt es noch einen anderen Teilnehmer, der sich dazu noch mal kurz äußern möchte? Ja, da stoßen wir ins gleiche Horn. Wir halten U-Bahn-Ausbau für dringend erforderlich. Frau Engelmann hat es auch schön gesagt. Die M8 kann im Takt nicht mehr verdichtet werden. Und deshalb ist zum Beispiel der Ausbau der U11 bis nach Marzahn zum Glambecker Ring ein wichtiges Infrastrukturprojekt. Das werden wir sicherlich nicht in den nächsten 5 Jahren schaffen. Aber unsere Stadtväter und Mütter haben eine große Vision gehabt, als sie 1920 Berlin zu einer Großstadt gemacht haben. Und zwar war U-Bahn-Ausbau in jeder wichtigen Metropole des Kontinents wichtig und ist auch heute noch wichtig. Und
ich sage mal, wir brauchen dann auch vielleicht nicht mehr so viele U-Bahn-Fahrer, weil wir dort auch die Digitalisierung vorantreiben, Stichwort Barcelona und autonome U-Bahn. Da gibt es sicherlich noch Innovationsbedarf und deshalb ist U-Bahn-Ausbau ein ganz wichtiges Instrument, um nachhaltig hier Alternativen zu schaffen zum Individualverkehr. Und es wird ja auch gut angenommen und mit der U5 haben wir ja ein super Beispiel in Berlin-Lichtenberg auch geschaffen. Und es müssen nicht alle U-Bahnen so teuer sein wie die Paläste, die jetzt in der Innenstadt geschaffen wurden. Man kann auch einfacher bauen, was man an dem Ende der U5 sieht und dann wird es auch nicht mehr so teuer. Okay, nun kommen wir zur nächsten Frage. Einer meiner Fragen an Sie, Herr Schäfer, ist, dass in einer Ihrer Wahlplakat-Slogan lautet, Klima schützen, Jobs schaffen. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass auch Ihnen die Berliner Umwelt und der Klimaschutz sehr wichtig ist. Jedoch war es mir nicht möglich, konkrete Lösungsansätze zu finden. Können Sie konkrete Schritte benennen, die die CDU auf diesem Gebiet in ganz Berlin oder und Lichtenberg angehen möchte? Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren zum Beispiel in Lichtenberg so viele Bäume gepflanzt, wie wir noch nie gepflanzt haben. Das ist total wichtig. Wir brauchen gute Stadtbäume, einmal in den Parks, aber auch an unseren Straßen. Wir haben mehr gepflanzt als die anderen Bezirke, das ist mir auch wichtig. Und wir müssen jeden Euro tatsächlich in unsere Grünpflege stecken, in unsere grünen Oasen. Wir wollen, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, unsere Kleingärtenanlagen erhalten, weil das auch große grüne Anlagen sind, die einfach wichtig für unsere Stadt sind. Zum Thema Jobs glaube ich, dass es so kluge, intelligente Firmen mittlerweile gibt, die also auf innovativen Klimaschutz auch setzen, die moderne, ganz nachhaltige, neue Konzepte an den Start bringen. Zum Beispiel die Entwicklung auch mehr des Wasserstoffautos. Ich bin auch nicht glaube auch nicht, dass das E-Auto die Zukunft sein wird. Es wird wahrscheinlich das Wasserstoffauto oder noch etwas anderes. Die müssen wir nach Lichtenberg oder nach Berlin holen. Wir haben Gewerbegebiete, wir haben Industriegebiete, wo wir Platz für solche Firmen haben. Klar, so jemand wie Tesla kann nicht in Berlin bauen, das ist, wisst du jetzt nicht wo, höchstens auf dem Tempelhofer Feld, aber das wäre auch ein bisschen sehr merkwürdig gewesen, glaube ich. Aber dass solche innovativen Firmen nach Lichtenberg, nach Berlin kommen, das muss unser Anspruch sein. Und da muss eine Regierung mit solchen Firmen eben auch verhandeln. Start-ups und all diese Dinge. Und ich glaube, dann haben wir Jobs und Klimaschutz in einem und das wäre eine gute Kombination. Okay, gibt es denn noch jemanden unter unseren Gästen, der oder die noch andere Lösungsvorschläge präferieren? Ja, Sie, Herr Wolf? Ja, ich mag es ganz gern konkret und zwar ein Beispiel. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, ist klimafördernd. Ja? Es zahlt auf das Klimakonto ein. Und bisher sind erst 13% der Straßenbeleuchtung in Lichtenberg mit LED versehen. Das heißt, hier haben wir noch ein großes Potenzial, Energie einzusparen, indem wir die LED-Beleuchtung ausbauen, das steht auch bei uns im Bezirkswahlprogramm. Oder ein weiteres Beispiel, die Flotte des Bezirksamts Lichtenberg umfasst 76 Fahrzeuge. Bisher sind erst 6 davon batterieelektrisch unterwegs. Da gibt es noch Potenzial. Ich bin ja schon froh, dass es nur 76 sind, in Marzahn sind es ja 120 Fahrzeuge vom Bezirksamt. Aber hier ist sicherlich noch Innovationsbedarf und kann ganz konkret natürlich Klimaschutz betrieben werden. Wenn wir schon mal bei Jobs sind und sozialer Sicherung, dachte ich, drehe ich das Thema doch mal ein bisschen um, weil ich hier neben mir immer die Uhrzeit sehen kann. Und deshalb würde ich gerne einmal nachfragen, warum wir die ganze Zeit nur fragen, wo wir neue Jobs herbekommen und nicht, warum wir nicht weniger arbeiten müssen. Also warum müssen wir denn die ganze Zeit weiter über eine 40-Stunden-Woche zum Beispiel nachdenken, wenn wir aus anderen Ländern sehen, dass beispielsweise eine 4-Tage-Woche genauso oder sogar effektiver ist? Warum geben wir nicht allen Menschen eine soziale Sicherung, dass wir alle Menschen abgedeckt haben und dann, dass wir mehr Zeit zum Leben haben? Deutschland kann es sich leisten und wir brauchen diese ganze Arbeit nicht. Warum versuchen wir immer weiter Firmen und dem Kapitalmarkt Geld in die Schuhe zu schieben, dadurch, dass wir unsere Arbeitskraft und unsere Lebenszeit abgeben? Es geht auch anders und wir sollten darüber nachdenken, wie wir das anders machen wollen. Also hätten Sie dazu noch was zu sagen? Also wenn Sie sagen, dass es anders geht, haben Sie da an sich schon eine Idee? Das ging jetzt an Sie. An Sie
Sie? Okay, nein. Das ist ein bisschen wie bei Tamara und dem Volksentscheid. Also die SPD, also nein, die Grünen zum Beispiel, so rum, die sind da nicht ganz so weit im Denken wie ich, aber ich bin auch Teil der Grünen Jugend und die sind da schon ein bisschen weiter. Und gerade wenn wir, das ist hier in Lichtenberg nicht so relevant, aber beispielsweise in die Kohleabbauregion gucken, sind es viele Menschen, die, wenn wir gerade früher aus der Kohle aussteigen, ihre Jobs verlieren werden und die deshalb berechtigterweise Angst um ihre Zukunft haben. Aber wir sagen den Menschen die ganze Zeit Umschulung, dies, das und das ist wichtig. Aber ich finde es viel wichtiger, den Menschen von Anfang an eine soziale Sicherung zu geben, dass sie sagen, ihr verliert eure Wohnung nicht, ihr verliert eure Häuser nicht, ihr könnt weiter euer Essen zahlen. Und im zweiten Schritt darüber nachzudenken, wie die und in welcher Art wir die auf dem Arbeitsmarkt brauchen und wie sie sich selber auch eigentlich sehen, anstatt die ganze Zeit nur Druck zu machen, eben immer mehr Geld zu produzieren. Also jede Arbeitsstunde, ich weiß nicht, ob das irgendwie, mir ist das sehr spät erst aufgefallen, aber jede Arbeitsstunde, die wir arbeiten, machen wir eigentlich nur, damit andere Menschen an uns Geld verdienen. Das ist das, wie Kapitalismus funktioniert. Und Dankeschön. Aber also, wenn ihr arbeitet, beispielsweise euren Studijob in der Bäckerei, dann kriegt ihr Stundenlohn, sagen wir 10 Euro. Es wäre echt geil, wenn man mich ausreden lassen würde. Vielen Dank, Sie haben richtig viel geredet. Ihr kriegt 10 Euro. Würdet ihr so viel bekommen, dass das sich nicht mehr rechnen würde für die Bäckerei, hättet ihr diesen Job nicht. Das heißt, ihr kriegt weniger, damit die Bäckerei was an euch verdient. So funktioniert unser ganzer Arbeitsmarkt. Und wir sagen als Gesellschaft, das ist okay so. Aber ist es okay so, dass wir uns die ganze Zeit für andere ausbeuten? Also ich würde jetzt gerne nochmal auf den Klimaschutz an sich zurückgreifen, auch wenn das hier jetzt gerade sehr viele Diskussionen aufgebracht hat. Aber ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal nochmal zurück zur Linken gehen. Also Frau Engelmann, Sie wollen den Berliner Verkehrslärm mit Hilfe eines Maßnahmenpakets effektiv mindern. Wie sieht dieses aus? Na, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angefangen, darüber zu diskutieren. Wir stehen nicht für den Weiterbau der U11, aber wir müssen halt was am ÖPNV machen. Also wir haben ein begrenztes Budget zur Verfügung, sage ich mal. U-Bahn-Ausbau kostet 25 Jahre. Bei der S-Bahn sind wir einfach ein bisschen schneller unterwegs. Vorhin angesprochen habe ich auch schon ein Tempolimit auf den Innenstadtstraßen, Tempolimit 30. Also gibt so ein paar Sachen, wir kriegen es nur alleine nie hin. Also es müssen halt Konsenssachen gefunden werden. Und das, was uns aber immer mehr gelingt in der Stadtgesellschaft, ist die Beteiligung. Also wir haben noch nie so viele BürgerInnen-Initiativen gehabt, wie in den letzten Jahren, die aus dem Boden gesprossen sind, aber eben auch Entscheidende wie der ADFC und so, die müssen halt beteiligt werden, genauso wie Kinder und Jugendliche daran beteiligt werden müssen, um mit dem Mobilitätsgesetz, was jetzt in dieser Legislatur auf den Weg gebracht wurde, um daran weiterzuarbeiten. Also ich bin für eine starke Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden, eben auch im Innenstadtbereich. Und was da möglich ist, wir haben, das ist nicht ausgeschöpft, aber es braucht Mehrheiten. Und ich bin dagegen, das immer alles von oben zu entscheiden, sondern wirklich konkret mit den Menschen vor Ort zu gucken, wo ist was möglich, wie laufen einzelne Projekte von autofreien Straßen in der Innenstadt, von da, wo die Verkehrszonen gesenkt worden sind. Das braucht ein bisschen, aber es soll halt so solide sein und soll alle Menschen mitnehmen, die die Straßen nutzen. In Ihrem Wahlprogramm, da reden Sie auch über ein Bürgerinnen-Ticket, welches Sie als denkbar bezeichnen. Was verstehen Sie denn darunter? Also der Begriff Bürgerinnen-Ticket ist die Diskussion darum, inwieweit kann was kostenlos zur Verfügung gestellt werden und was nicht. Also wir gucken ja, wenn wir jetzt in den ÖPNV gucken, Straßen nutzen wir ja auch einfach so. Wir haben eine jahrelange Debatte gehabt um Mautgeschichten und so, und in anderen Ländern gibt es das ja tatsächlich mit der Straßenmaut. Jede Straße, die wir benutzen, kostet Geld. Das interessiert erstmal keinen. Das wird aus Steuergeldern interessiert, aber jeder darf mit seinem Auto, mit seinem Fahrrad da freiwillig drauf rumfahren auf diesen, auf den Straßen. Und das ist natürlich, warum ist das nicht möglich, quasi sowas auch auf die Schiene und in anderen Formen zu bringen? Es gibt unterschiedliche Modelle, 365-Euro-Tickets, Bürgerinnen-Tickets,
die komplett kostenlos zur Verfügung stehen. Es gibt unterschiedliche Modelle, die sich ansetzen an sozialer Staffelung, von was wir ja jetzt auch schon ein Stück weit haben. Fakt ist, dass bei den Preisen, die wir momentan bezahlen, der ÖPNV nicht attraktiv ist und dass wir Steuergelder einsetzen müssen, dringend in dem Bereich, um mehr Leute in den ÖPNV zu kriegen. Und das wird unter unterschiedliche oder über unterschiedliche Maßnahmenpakete möglich sein. Aber für uns Linke ist klar, dass so wie wir kostenlose Schülerinnen-Tickets jetzt unter Rot-Rot-Grün das erstmalig eingeführt haben, dass das der richtige Weg ist, der Anfang ist. Und dass wir auch Steuervorschläge haben, wo wir Spitzensteuersätze einführen können für Millionäre und Millionärinnen, um dann auch ausreichend Gelder zu haben, um den ÖPNV für alle zu ermöglichen. Okay, alles klar, dann vielen Dank. Dann werde ich jetzt nun mal in die Fragerunde einleiten. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Anna, bitte. Also, ich habe eine Frage an die Grünen. Ihr wollt ja die öffentlichen Verkehrsmittel mehr ausbauen, aber wie ich mitbekommen habe, gibt es im Moment Mitarbeitermangel, also dass es nicht wirklich S-Bahn-Fahrer, Busfahrer gibt. Und im letzten Monat gab es ja auch schon 2 Streiks bei den S-Bahnen und die sind immer nur im 20-Minuten-Takt gefahren. Und es war super, super voll. Also manchmal bin ich auch nicht in die S-Bahn gekommen, reingekommen. Und wenn jetzt noch mehr Menschen fahren, dann bräuchte man wirklich einen 5-Minuten-Takt, damit alle wirklich pünktlich zur Arbeit oder zur Schule kommen. Ja, was möchten Sie da machen? Genau, also den Streik bei der S-Bahn gab es, weil die Deutsche Bahn gestreikt hat und das ist jetzt der Unterschied in Berlin. Also wir haben die BVG, die gehört quasi Berlin und wir haben die S-Bahn und die wird gerade von der Deutschen Bahn betrieben. Deshalb hat beispielsweise die S-Bahn gestreikt und die BVG hat aber nicht gestreikt. Und genau, ich kann dir aber ehrlich gesagt gerade keine konkreten Sachen sagen, die wir da tun wollen, weil ich keine Verkehrspolitik habe und es nicht in den Fragen stand. Wenn du mir eine E-Mail-Adresse gibst oder Herr Wabke, dann schicke ich euch aber voll gerne eine Antwort. Ich kann da leider spontan gerade nicht drauf antworten, will nichts Falsches erzählen. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat und diese gerne stellen möchte? Nein? Okay, dann würden ich jetzt... Ah ja, da, okay. Dann, Herr Wolf. Ich würde vielleicht mal selber eine Frage ans Publikum stellen. Denn wie gerecht findet ihr denn das kostenfreie Schülerticket für jeden? Es gibt durchaus Familien, die können sich das leisten und auch die Millionärstochter hat jetzt praktisch das kostenlose Schülerticket. Und beim Kindergeld wird ja auch darüber, kriegt ja auch nicht jeder, da wird ja auch darüber diskutiert, für reiche Familien diesen Steuervorteil oder dieses Geld abzuschaffen. Und ich sage meine Position dazu, ich finde es sehr ungerecht, dass jetzt jeder ein kostenloses Schülerticket hat, weil es gibt durchaus Familien, die sich das leisten können. Möchte jemand aus dem Publikum dazu etwas sagen? Okay, ich bin überrascht, dass dieser Vorschlag, weil wenn wir jetzt das Schülerticket nur für einige einführen würden, die sich das leisten können, das muss ja jemand kontrollieren und es gibt doch dann total viel Bürokratie, oder nicht? Es gibt ja den Berlin-Pass, ne? Und der kann ja für, der, ja, aber der existiert ja schon. Also man kann ja auf existierende Systeme aufsetzen. Und wie gesagt, ich finde es ungerecht, dass pauschal einfach das Schülerticket kostenfrei gemacht wird. Nutz als Denkanstoß. Ja, wir hatten das beim letzten Mal. Jedes dritte Kind in Berlin lebt in Armut. Also ich weiß gar nicht, worüber wir debattieren. Eine Marge von 5% der Kinder, die in überreichen Familien aufwachsen. Und warum sollten die Kinder dieser Familien benachteiligt werden? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also wenn jemand, keiner jetzt irgendwas sagen will dazu, was Frau Kleidier-Engelmann gesagt hat, dann sage ich, also es ist ziemlich schwer einzuschätzen, welche Familie jetzt ein Ticket kaufen muss für ihren Schüler oder nicht. Es ist ziemlich schwer, es wird zu viel Papierarbeit sein und so weiter. Und das wollen wir nicht. Das ist erstens. Zweitens, wenn man halt, je einer bekommt diesen Schülerticket kostenlos, der andere nicht, das wäre schon ungerecht. Also wenn man schon irgendwas einsetzt, muss das für jeden sein, damit es gerecht ist. Sonst würde das ziemlich ungerecht sein. Okay.
Okay, danke schön, Matwe, für deine Meinung. Möchte noch jemand aus dem Publikum etwas dazu sagen? Ah ja, Donatella. Ist das nicht im Allgemeinen gegen dieses gesamte Prinzip eines Schülertickets? Ein Schülerticket ist ein Ticket für Schüler. Wenn man dann sagt, du bist zwar ein Schüler, aber du bekommst keins, dann hat es doch gar keine Funktion mehr. Also meine Kinder hatten vorher auch immer ein Schülerticket. Da habe ich halt dann 30 Euro für bezahlt im Monat. Bei zwei Kindern entsprechend 60 Euro. Und mit dieser Legislatur spare ich mir jetzt 60 Euro. Aber grundsätzlich hätte ich es mir leisten können und das finde ich dann ungerecht. Es ist durchaus, ich bin jetzt kein Millionär, aber ich finde es durchaus gerecht, dass ich meinen Anteil an der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs leiste, indem ich eine Leistung kaufe. Ja? Und, deswegen ist es so, dass ich das ungerecht finde. Ja? Also es sind einfach Geschenke, die aus Steuermitteln finanziert werden. Das muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Ja? Die werden halt aus unseren Steuermitteln dann finanziert und da sehe ich einfach ein Gerechtigkeitsproblem. Okay, vielen Dank. Ich gebe dann nochmal das Mikrofon an unsere Hauptmoderatoren weiter. Ja, also vielen Dank an Felix und Viola. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema und das ist Gleichheit. Und ich bitte Katja und Leonie nach vorne. Hallo, okay. Hallo nochmal, ich bin Katja und das da hinten ist Leonie. Und wir möchten ein paar Fragen stellen zum Thema Gleichheit und Diversität. Dann würden wir direkt bei Ihnen, Frau Lüttke, anfangen. Und zwar die SPD und weitere Parteien wollen das Grundgesetz dahingegen abändern, dass neben den Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft und Glaube auch die sexuelle Orientierung vor Ungleichbehandlung geschützt wird. Welche weiteren konkreten Schritte plant Ihre Partei, um den Schutz queerer Personen zu gewährleisten und verbessern? Also zuletzt hat unser Innensenator eine entsprechende Initiative in die Innenministerkonferenz eingebracht, hier Andreas Geisel aus Berlin, um das Thema dort auf die Tagesordnung zu setzen und dort Maßnahmen zu erarbeiten, wie man queere Personen in der Öffentlichkeit besser schützen kann. Es hatte leider auch einen konkreten Anlass hier in Lichtenberg, als eine Person angegriffen wurde. Und da müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Ganze auch in der Sicherheitspolitik eine viel, viel größere Rolle und eine größere Wahrnehmung spielt. Und grundsätzlich gilt für queere Personen, dass sie Schutzräume brauchen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, Räume zu schaffen, in denen sie selbst bestimmen können, dass sie sich frei entfalten können, ohne diskriminiert zu werden und vor allen Dingen ohne zwingend zusammen sein zu müssen mit cis-heteronormativen Personen. Das ist alles immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil es viele schwierige Begriffe sind. Aber es heißt erstmal, dass wir in einer Welt leben, wir nennen das Patriarchat, und im Patriarchat werden die Regeln nur mal von Männern gemacht. Und zwar von heterosexuellen Männern, die Norm vorgeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir viel, viel mehr darüber sprechen, wo diese Regeln viele Menschen benachteiligen. Das gilt für queere Personen, das gilt aber manchmal auch für Cis-Frauen, wie ich zum Beispiel eine bin. Das heißt, ich bin als Frau aufgewachsen, ich bin biologisch eine Frau und definiere mich auch als Frau. Und ich glaube, wenn wir die ganze Debatte mehr in die Öffentlichkeit tragen, das heißt, womit fühle ich mich unwohl zum Beispiel, wenn in der S-Bahn oder in der Trambahn jemand vor mir sitzt und wir kennen das als Manspreading und einfach viel mit einer großen Selbstverständlichkeit viel mehr Raum als ich einnimmt, dann ja, möchte ich das ansprechen können, ohne Angst haben zu müssen. Und das gehört auch zum Sicherheitsempfinden von Personen. Und das betrifft mich als Frau, das betrifft queere Personen, aber sicherlich an vielen Stellen noch mal viel, viel deutlicher. Und deshalb halte ich es für ein wahnsinnig wichtiges Anliegen. Und die Grundgesetzänderung ist, glaube ich, schon mal so das Weitestgehende, was man da machen kann. Möchte jemand sich noch dazu äußern zum Thema? Also es gibt berlinweit und auch in Lichtenberg in diesem Jahr die traurige Bilanz, dass es bei weitem wieder, dass wir die Höchstzahl an Angriffen auf queere Personen erreicht haben, schon weit überschritten haben Mitte des Jahres. Das ist, ich habe jetzt auch im Zuge des Wahlkampfs zwei Veranstaltungen gemacht, zwei queerpolitische Veranstaltungen hier in Lichtenberg, wo es nicht Usus ist, derartige Veranstaltungen zu machen. Und ich bin selber immer noch
sehr beeindruckt davon, wie offen Menschen von Diskriminierungserfahrungen gesprochen haben und das auch immer noch im Schulbereich. Nicht nur, dass sie, oder ich habe jetzt zwei konkrete Anfragen oder eine auf Abgeordnetenwatch, wo eine Schülerin offensichtlich berichtet, in ihrer Fragestellung, dass sie von Lehrern diskriminiert wird, dass queere Menschen diskriminiert werden an ihrer Schule und sie deswegen in ihren Leistungen eingeschränkt ist. Also das ist ein riesen Themenbereich, wo wir immer glauben und wir leben in Berlin. Ich komme von aus einer Kleinstadt, ich bin selber lesbisch und lebe mit einer Frau zusammen. Wir waren 14 und 12, als wir uns kennengelernt haben und das war ein Spießrutenlauf gewesen in den 90er Jahren, da überhaupt irgendwie ausbrechen zu können in irgendeiner Form. Es war ein Kleinod, nach Berlin zu gehen, aber mein Outing in Berlin hat nochmal 6 Jahre gedauert, bis ich wirklich dazu stehen konnte, was meine sexuelle Identität in dem Sinne ist. Die habe ich ja jetzt auch noch, dadurch, dass wir 2 Kinder haben, ich habe beide Kinder ja adoptiert in der Stiefkind-Adoption, die selber, wo wir auch Herausforderungen sehen, immer wieder über die Jahre hinweg, dass die Kinder nicht diskriminiert werden, weil sie können ja nichts dafür, dass sie als Eltern 2 Mamas haben. So. Also es sind ganz, ganz viele vielschichtige Ebenen, die da dran sind und es tut uns allen gut, wenn wir damit offen umgehen. Also ich bin ganz froh, dass zumindest in den Rahmenlehrplänen es ein bisschen Bewegung gibt. Wenn ihr eure Schulbücher anguckt, genau das, was Tamara gerade gesagt hat, das ist ganz oft aus dem Patriarchat heraus sind auch die Schulbücher entstanden. Es gibt die männliche Schreibweise da drin. Es gibt meistens weiße Menschen, die da drin abgebildet sind. Es gibt kaum Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form. Wir sind jetzt, ich sage mal, in der Lesben-Szenerie so ein bisschen dahin gekommen, dass es jetzt en vogue ist. Im Vorabendprogramm gibt es in nahezu jeder Serie mittlerweile lesbische Charaktere und auch schwule Charaktere und auch Menschen, die Kinder haben. Es gibt auf Netflix zahlreiche Serien, das hilft uns alles, aber wir sind noch bei Prinzess Charming, obwohl ich eigentlich so eine TV-Formate ablehne, muss ich sagen, für einen queeren Bereich ist das mal gut gewesen, sowas im Fernsehen zu sehen. So. Wenn ich aber sehe, wenn ich sowas poste in den sozialen Medien und dieses Cybermobbing, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, in unseren wunderbaren Lichtenberger Facebook-Gruppen, was da an Anfeindungen kommt, wie weit man reduziert wird auf Sexualität, da sind wir ganz, ganz weit von einer toleranten Gesellschaft entfernt und es liegt an uns allen, uns immer wieder dieser Thematik zu widmen und Gesprächsrunden dazu zu machen und Menschen niemals aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Identität oder ähnliches auszugrenzen und Zivilcourage zu zeigen, wenn ihr sowas erlebt in eurer Klasse, in der Bahn, euch Hilfe zu holen und die Menschen dabei zu unterstützen, das haben die nicht verdient. Ich finde es super, was du gesagt hast. Wir haben mit Claudia auch eine Kommunalpolitikerin, also politisch könnte man nicht weiter entfernt voneinander sein, glaube ich, als wir beide. Aber Claudia ist unfassbar engagiert in diesem Thema und macht da einen ganz, ganz großartigen Job. Weil es ja somit das Sensibelste und Zerbrechlichste auch ist, die sexuelle Identität, Sexualität insgesamt, Familie und so weiter. Jetzt hat sich vor 2 Tagen wahrscheinlich, wir wissen die Beweggründe noch nicht, ja eine Transfrau am Alexanderplatz angezündet, ist daran gestorben. Die Selbstmordrate bei Homosexuellen und Queeren und Transmenschen ist extrem hoch, wesentlich höher als bei allen anderen. Also wir haben hier unfassbar viel Nachholbedarf noch und da machst du einen ganz, ganz starken Job. Ich finde, das muss man auch mal sagen, auch wenn man sonst nicht einer Meinung ist. Und wir müssen alles dafür tun, auf gesetzgeberischer Seite, aber vor allen Dingen in der Zivilgesellschaft, so wie ihr auch, wir in den Parteien, bei uns in der CDU sind natürlich homosexuelle Menschen. In meiner Familie, ich bin damit groß geworden, dass wir ganz unterschiedliche Lebensformen haben. Aber wer das nicht kennt und wer sowas nie erlebt und erfahren hat, kann vielleicht damit ganz oder muss damit vielleicht sogar ganz anders umgehen, wenn er nicht auf Widerstand stößt. Und wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die hier ganz klare Kante zeigt, die das Maul aufmacht, wo Diskriminierung, wo Rassismus, wo Antisemitismus, wo Fremdenfeindlichkeit ist. Und ich kann euch da auch nur ermutigen, wir machen das beide von unseren Seiten aus, immer auch gegen die AfD. Da halten wir nicht die Klappe. Also da gibt es dann auf einmal doch auf einmal so eine Schnittmenge, auch wenn man sonst politisch nicht beieinander ist. Aber das, was wir tun können,
müssen wir in der nächsten Legislatur tun, auf Landes- und auf Bundesebene, egal wer da regiert. Okay, Herr Schäfer, in Ihrem Berlin-Wahlprogramm gibt Ihre Partei an, dass Mädchen in Grundschulen und Kitas keine Kopftücher tragen sollten. Wie sieht es mit anderen religiösen Symbolen, wie zum Beispiel dem Kreuz, aus? Wieso bezieht sich Ihre Partei nur auf Kopftücher? Also ich finde den ersten Satz schon falsch, aber Parteien machen Wahlprogramme mehrheitlich, das ist leider so. Ich wäre dagegen gewesen, wenn ich hätte mit abstimmen dürfen beim Berliner Wahlprogramm, halte ich für falsch. Kinder, Mädchen sollen natürlich ein Kopftuch tragen dürfen. Das hat meine Partei in dem Wahlprogramm anders gesehen. Ich bin nicht dieser Meinung. Frau Nietzert, was sagen Sie dazu? Ich dachte, ihr hättet euch das ausgedacht. Ich bin tatsächlich unfassbar geschockt, dass die CDU es sich wagt, das ins Wahlprogramm zu schreiben und damit Mädchen potenziell übrigens auch Bildung zu berauben. Also in Schock auf jeden Fall. Ich habe mir aufgeschrieben, nein, Ausrufezeichen, stattdessen Lehrerin mit Kopftuch, Ausrufezeichen. Ich würde sagen, das ist es insgesamt. Ja, die eigene Partei kann einen manchmal schocken, so wie die eigene Familie auch oder die eigene Schule. Das bleibt nicht aus. Wir haben natürlich in der CDU eher konservative Menschen auch noch. Wir haben viele von den alten weißen Männern, aber wir haben auch immer mehr diverse junge Menschen, viele Frauen. Aber wir haben da Nachholbedarf als CDU, muss ich ganz klar sagen. Bei Erwachsenen sehe ich das noch ein bisschen anders. Ich finde es tatsächlich zumindest ein Grund, es mal zu diskutieren, wie mache ich es mit Kopftuch, wie mache ich es aber auch mit dem Ordensgewand, also Nonnen, Diakonissinnen und so weiter. Ich finde, da muss man mal diskutieren können, ob ein deutlicher Ausdruck der eigenen Religion überall gleichermaßen erlaubt sein sollte. Das muss man wenigstens diskutieren dürfen. Aber bei Kindern, Jugendlichen im Ehrenamt ist es nochmal was anderes. Sorry, aber Sie wissen schon, dass ein Ordensgewand nicht gleichzusetzen ist mit einem Kopftuch, ne? Also das sind ja unterschiedliche Symbolstärken. Also ein Ordensgewand, ich bin nicht christlich, weiß nicht, ob Sie jetzt sind. Sie haben hier trotzdem kein Ordensgewand an. Und wäre ich aber muslimisch, würde ich vielleicht trotzdem Kopftuch getragen, auch wenn ich nicht die gleiche Ebene hätte wie eine Nonne. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar vom Level von Religiosität her. Sorry, bin ich so in Religion gut, deshalb weiß ich nicht, was das richtige Wort ist, aber das ist nicht vergleichbar. Nö, ist es nicht. Das ist nur auch ein Ausdruck von Religion. Okay, will noch irgendwer etwas sagen zu dem Thema? Nur eine kurze Ergänzung. Die Religionsmündigkeit liegt bei 14 vor. Daher kommt auch diese Diskussion mit den Kindern und den Kopftüchern. Kann man sich belesen, gibt es unterschiedliche Vorschläge. Wir als Partei der Freiheit sind für ein selbstbestimmtes Leben und allerdings hat es auch seine Grenzen, und zwar dort, wo man für Kinder und Jugendliche verantwortlich ist, in dem Sinne als Lehrer unterrichtet. Dort unterliegt man dem Neutralitätsgebot und das muss eingehalten werden. Das heißt, weder ein christliches Kreuz noch ein Religionssymbol aus dem Muslimischen sollte dort Verwendung finden. Also erstmal möchte ich noch ergänzen, dass viele Muslime das Kopftuch tragen nicht 100% aus religiöser Überzeugung, sondern auch einfach aus einer Kulturalität heraus und aus einer Perspektive, in dem sie es einfach schön finden, in dem sie es als Kleidungsstück empfinden, in dem sie es einfach als angemessen empfinden. Also ich habe mit vielen Muslimen schon gesprochen, die jetzt nicht sagen, ich trage das, weil ich das so aus der islamischen Überzeugung heraus tue, sondern einfach, weil ich aus dem Land komme, in dem ich es selbst so gesehen habe und bei vielen Frauen schön finde und ich an mir selbst auch einfach tragen möchte. Und das hat was mit Freiheit zu tun und das hat was mit Selbstbestimmtheit zu tun. Ich glaube, dass, gut, wir haben jetzt angesprochen, bei Kindern ist das nochmal was anderes, aber gerade junge Mädchen und Mädchen sollten die Möglichkeit haben, Sachen auszuprobieren. Ich glaube, dass es natürlich passieren kann, dass junge Mädchen von ihrem Elternhaus dazu gezwungen werden. Aber dann ist es nicht die Lösung, diese Mädchen dann
diese Familien, die sie dazu drängen, auszuliefern und damit auch ein Sicherheitsproblem im Übrigen zu erzeugen. Und das ist dann mit 14 spätestens wirklich eklatant, dieses Sicherheitsproblem, weil diese Frauen, wenn sie kein Kopftuch tragen, sich nicht dagegen wehren können, wenn andere innerhalb ihres familiären Kontextes sie dafür Gewaltandrohung ganz konkret. Und ich finde es immer ziemlich heftig, wenn konservative Einstellungen bereit sind, für diesen fast schon fanatischen Religionsausgrenzungsversuch dann Frauen derart auszuliefern. Und das gilt ganz explizit dann auch für junge Mädchen in Schulen. Und ja, da sind Lehrkräfte in der Verantwortung, da sind aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Verantwortung, auch die Familien zuzugehen, das Gespräch zu suchen und einen Dialog zu suchen. Da helfen nicht einfach sinnlose, überzogene Verbote. Ja, ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass bis 14 Religionsmündigkeit erst vorliegt. Und habe nicht dafür plädiert, hier die Selbstbestimmung des Kopftuchstragens für Schüler oder Schülerinnen. Aber ich würde da noch mal einmal reingrätschen. Tamara, du hast vorhin auch das Patriarchat angesprochen. Du wirst mir aber ja wohl zustimmen, dass viele Frauen nicht freiwillig das Kopftuch tragen, sondern weil sie aus patriarchalen Verhältnissen kommen, wo die Männer sie dazu zwingen. Also dass es jetzt für die meisten modeschick ist und nur kulturell, das ist eine Form. Und absolut, aber bei ganz vielen ist es tatsächlich so, dass auch die Teenager-Mädchen von ihren Vätern dazu gezwungen werden, weil sie noch nicht den Mut haben, sich zu emanzipieren, weil sie nicht in einem Kontext groß werden, wo Emanzipation vorgelebt wird. Also das zu verschweigen, fände ich jetzt nicht ganz korrekt. Deshalb habe ich es auch nicht verschwiegen, sondern angesprochen und ausgesprochen, dass viele Mädchen dazu von ihrem familiären Kontext genötigt werden und dass es selbstverständlich nicht in Ordnung ist. Aber dann muss man das Problem in diesem familiären Kontext suchen und nicht bei den Frauen und bei den Mädchen. Wir würden dann jetzt in die Fragerunde übergehen. Hat jemand aus dem Publikum eine Frage? Keine. Sorry, wir haben doch noch Zeit. Okay, dann würde ich jetzt eine weitere Frage an die FDP stellen. Und zwar, Herr Wolf, Ihre Partei spricht sich explizit gegen Quoten im beruflichen Umfeld, insbesondere mit Blick auf Führungspositionen aus. Unsere Frage wäre jetzt, wie genau wollen Sie für mehr Diversität in allen Bereichen der Wirtschaft und hier speziell in den Chefetagen sorgen? Und wie würden Sie sicherstellen, dass sich die Unternehmen um ein stärker die kulturelle Diversität unserer Gesellschaft widerspiegelndes Arbeitsumfeld kümmern? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe auf Bundesebene dann gesucht, was unsere Fraktion dort vorschlägt im Deutschen Bundestag und am 23.02., also relativ aktuell, auch einen Forderungskatalog gefunden. Und ja, wir sind gegen feste Quoten und gesetzlich geregelte Quoten. Stattdessen muss man dafür werben, dass mehr Frauen in Führungspositionen aktiv sind. Schauen wir uns das Bezirksamt Lichtenberg an. Dort ist es schon sehr divers. Das habe ich, glaube ich, zählen können, dass wir mittlerweile mehr Frauen in Führungsfunktionen haben als Männer und oder wenigstens einen Ausgleich haben. Also das ist schon sehr vorbildlich. Das heißt, auch ohne eine Quote ist es möglich. Das heißt, wir haben, wie bitte, Frau Engelmann, Sie können. Auf der Liste habe ich jetzt keine Quote ausgerechnet. Wir haben auch leider eine Frau verloren auf dem Weg zur Wahl. Natürlich bewerben wir auch dafür, dass Frauen in die FDP eintreten, aber das stimmt nicht. Unsere Bundestagskandidatin ist im Übrigen eine 18-jährige Studentin und ich denke, das ist, spricht auch für sich. Das heißt, kann man anders sehen. Also es ging ja um die konkrete Frage, was würden wir tun? Wir haben beantragt, dass es zum Beispiel in der frühkindlichen Bildung schon Projekte gefördert werden, um Aufklärung und stattfindet, dass dieses Rollenbild überholt ist und überwunden wird, dass mehr Frauen und Mädchen in der Schule Mathematik, Informatik, also MINT-Fächer umsetzen. Deswegen weiterhin, ja, wie gesagt, ist ein ganz langer Forderungskatalog, dass natürlich auch Diversity Management als unternehmerisches Einzug hält in die entsprechenden Konzerne. Und man kann immer nur dafür werben, dass es diese gläserne Decke nicht gibt. Ja, meine Frau ist ja selber erfolgreiche Unternehmerin. Wir haben jetzt erstmalig geschafft, einen Mann einzustellen. Das war sehr schwer gewesen. Also auch da versuchen wir, diverser zu werden. Aber es ist mitunter in vielen Berufen einfach nicht gegeben, dass dort die Frauen präsent sind. Und es gibt ja auch keine Quoten für andere Berufe, wo
ja, entsprechend Frauen überrepräsentiert sind. Mein erster Beruf war biologisch-technischer Assistent. Als Mann im Labor ist man auch Minderheitengeschlecht. Und auch in meiner aktuellen Firma der Wirtschaftsförderung sind die Frauen in der Mehrzahl. Es ist also auch in beide Richtungen möglich. Meine Chefin ist eine Frau, also es ist kein... es ist nicht selten, dass das geht, aber es ist richtig, dass gerade Vereinbarkeit und Familie und Beruf ein wichtiges Thema ist. Und dafür muss zum Beispiel auch geworben werden, dass mehr Männer längere Elternzeiten nehmen. Als ich 2008 ein halbes Jahr Elternzeit mit meinem Sohn gemacht habe, da wurde ich noch beim Babymassagekurs abgelehnt, weil man unter Frauen bleiben wollte. Das war so ungewöhnlich und heute ist es durchaus etabliert, dass Männer auch in Elternzeit gehen. Und dafür muss man einfach werben und dafür müssen Mittel bereitgestellt werden. Da muss es in der frühkindlichen Bildung muss es anfangen, dieses Rollenbild praktisch zu ändern. Wir bedanken uns für Ihre Antworten. Haben wir noch Zeit? Ja. Gehen wir jetzt in die Rede? Ja. Und jetzt würden wir in die Fragerunde übergehen. Hat jemand Fragen? Also ich habe drei Punkte. Erstmal möchte ich nochmal Sie ansprechen, Herr Wolf. Ich glaube, Sie als weißer Cis-Mann können sich nie als Minderheit ansehen im Allgemeinen. Das wollte ich kurz klarstellen, weil es funktioniert so nicht. Zweitens ist es so, dass einfach nur das Werben nicht reicht. Natürlich wird es immer Frauen geben in einem Team von Männern, aber die werden nicht in der Lage sein, so weit aufzusteigen, weil es eben diese Normen gibt, dass nur Männer weiterkommen in ihrem Beruf. Klar, sie können Teil sein, beispielsweise in der Partei, aber sie werden nie höher kommen als ein Mann, weil die Person ein Mann ist. Und die dritte Sache war eine Frage an alle, was ihre Meinung zum Neutralitätsgesetz ist. Ich habe auf den Tag gewartet, wo ich als weißer Mann diskriminiert werde, sozusagen, und über meine sexuelle Orientierung spekuliert wird. Das ist nicht Thema dieser Podiumsdiskussion, meine sexuelle Orientierung, und da habe ich auch keine Lust drüber zu sprechen. Denn das ist was sehr Privates. Und ganz ehrlich, als verheirateter Mann ist man mittlerweile in der Minderheit, aber ich muss diese Karte nicht spielen. Ich fühle mich nicht so. Es war interessant zu erfahren, dass man zum Babymassagekurs, bei dem nur Frauen sind, nicht gewollt war. Habe ich abgebucht und da, ja, man ist halt ein Sonderling als elternzeithabender Vater. Ich habe dann bei meiner Tochter tatsächlich ein Jahr Elternzeit gemacht und damit meine Frau beruflich ihren Laden weiterführen konnte, weil da hängen auch vier Existenzen dran. Also ist es durchaus möglich, die Rollenbilder aufzubrechen und als Klischee-Mann bei der FDP auch andere Rollenbilder zu pflegen. Und ich bin heute auch nicht mit dem Lamborghini vorgefahren, sondern ich mache all meine Wahlkampftermine mit dem Fahrrad. Also das passt auch nicht so ins Rollenbild. Deswegen bitte vor Pauschalisierung absehen und bleiben wir sachlich und nutzen nicht die Vorurteile, sondern lernen uns besser kennen. Deswegen bin ich heute hier auf dem Podium. Donatella hat ja noch die zweite Frage gestellt, und zwar, wie stehen Sie zum Neutralitätsgesetz? Würde jemand da gerne was darauf sagen? Frauen mit Kopftuch überall hin, wo sie hinwollen und noch viel weiter, und das zum Neutralitätsgesetz. Ich mache das jetzt eher formal, um die Runde fortzusetzen. Ich kann mich nur anschließen, dem, was Jette gerade gesagt hat. Hat noch jemand Fragen aus dem Publikum? Meine Frage ist, was sagen Sie zum Paragraph 218 und 219 im Strafgesetzbuch, und wie stehen Sie dazu? Abschaffen. Und hier haben wir was Positives zu berichten, nämlich Dirk Behrendt, der Berliner Senator für Antidiskriminierung und Justiz, wird morgen eine Bundesratsinitiative dazu einreichen, Paragraph 219 zumindest zu streichen. Und I'm proud, dass wir das jetzt endlich noch machen. Und hoffentlich dann, wenn wir eine progressive Regierung haben, auch mit als allererstes in der neuen Koalition.
Ja, Paragraph 219a abschaffen ist tatsächlich Programmlage, also die, auch die FDP spricht sich dafür aus. Das heißt, das Werben für den Schwangerschaftsabbruch entkriminalisieren. Und ich hatte gestern die Frage in der Podiumsdiskussion auch, da ging es um Bundesthemen und da hatte ich dann auch mal vielleicht ganz abweichend von dem Klischee der FDP mal auch für ein Verbot gesprochen. Ja? Weil es kann nicht sein, dass Abtreibungsgegner Praxen belagern, Aufklärungszentren belagern und die, ja, die Mitarbeiter als auch diejenigen, die die Aufklärung brauchen, belästigen. Da bin ich durchaus auch für Bandzonen rund um diese Zentren, damit jemand dem der Aufklärung und der Selbstbestimmung seines Lebens entsprechend sich aufklären lassen kann. Und ja, ich beobachte auch ganz interessiert den Prozess im Bundesverfassungsgericht von der Dr. Hähnel, die ja, aufgrund dieses Werbeverbots hart angegangen wurde, verklagt wurde. Und ich bin froh, dass das Verfassungsgericht dort jetzt in der obersten Instanz eine grundsätzliche Entscheidung treffen kann zu 219a. Neutralitätsgesetz habe ich ja was gesagt, dass ich da für bin und 218, natürlich muss man auch darüber diskutieren. Die Selbstbestimmung der Frau ist ein durchaus wichtiges Thema und bei uns in der FDP eigentlich auch nicht zur Diskussion zu stellen. Wir sind für ein selbstbestimmtes Leben, egal von welchem Geschlecht, da gehört auch die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Also ich bin klar für das Neutralitätsgesetz, ich bin auch für Trennung von Kirche und Staat und zwar so radikal, wie es nur geht. Kirche soll mit dem Staat nichts zu tun haben und Staat mit der Kirche nicht und mit Religion. Also das muss man trennen. Wie das konkret sich auswirkt, wir haben ja vorhin schon drüber diskutiert. Zum 218er habe ich mich deshalb nicht gemeldet, weil ich es ganz schwierig finde, in so einer Podiumsdiskussion, wo wir schon über der Zeit sind, so krass sensible ethische Fragestellung einfach mal mit Daumen rauf oder Daumen runter. Es geht hier nicht einfach um eine Ja-Nein-Entscheidung. Wenn wir den 218er abschaffen, wofür viel spricht, glaube ich, brauchen wir andere Regelungen. Was nicht sein darf in diesem Land, dass wir Frauen dazu drängen, ins Ausland zu gehen oder sogar im Inland auf illegale Art und Weise Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das ist menschenunwürdig für Frau und Kind. Aber Ethik, das ist kein Kind, ja, das sagst du oder sagen sie. Das finde ich jetzt auch schwierig. Das ist die Frage, wann beginnt tatsächlich menschliches Leben? Was ist ein Kind? Was ist ein Embryo? Ja. Aber ich finde, ethische Fragestellung kann ich nicht rauf, runter, sondern da muss man sich Zeit nehmen, das muss man wirklich diskutieren. Habt ihr im Ethikunterricht wahrscheinlich auch gehabt. Das finde ich zu schwer für eine Podiumsdiskussion. Ja, vielen Dank. Auch an die Moderation. Wir würden hiermit unsere Podiumsdiskussion beenden. Wir danken den Kandidierenden und wünschen natürlich auch noch viel Erfolg im Wahlkampf. Und wir danken auch an euch, dass ihr noch hier geblieben seid, trotz der Zeitüberschreitung. Und ja, das war's.